Dieser Podcast wird präsentiert von audible.com. Hol dir jetzt ein kostenloses Hörbuch und einen kostenlosen Probemonat unter audibletrial.com/podcast. Ihr habt die Auswahl aus über 150.000 Hörbüchern für euer iPhone, Android, Kindle oder MP3-Player. Wie zum Beispiel Karneval in Köln. Learn German with Stories. 10 Short Stories for Beginners. Seriös präsentiert. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast mit dem Bram, dem Jay, dem Sepp und mir, dem Peter. Was geht da? Folge 46 oder so? 45, glaube ich. Yeah. Und also kündigst du das immer an, sodass die Zuschauer direkt wissen, welcher Podcast das ist. Das ist absolut korrekt, ja. Aber da ich es gerade nicht offen hatte, habe ich erstmal nur 9 gesagt und während ich gesprochen habe, habe ich nachgeguckt, wie vielte es denn ist, damit ich dann nachsagen kann und habe gleichzeitig auch noch Bram verbessert, was die ganze Geschichte noch besser macht eigentlich. Peter ist voll mit Multitasking. Ja, nur leider habe ich dich verraten. Ja, ist ja nicht schlimm. Das macht es wieder ein bisschen schlechter. Peter, du Schuft. Ich weiß nicht, ich bin halt der Meinung, besser überspielen und dann eine richtige Information geben, als einfach irgendwas sagen. Nee, einfach irgendwas sagen. Immer sagen, Peter. Ich meine, weißt du ganz doch. Ehrlich, wir machen ja keinen journalistischen Scheiß hier. Ja, doch. Das stimmt. Hart recherchiert. Na klar, Mann. Weiß doch jeder. So, Grüß Christian. Freitag, den 15.01.2016 um 12.38 Uhr. Christian ist in Malmö. Aufbruch 2. Genau, für die, die nicht Daily Nein. Shit gesehen haben. Mit deinen fucking Aufbruchwitzen, ey. Ja, voll lustig, Peter. Ja, ist nichts Witziges. Schon lustig, ja. Echt nicht, nichts Lustigeres. Ja, der ist in Malmö. Und Malmö gehört übrigens zu Schonen, haben wir auch schon gesagt. Wo die Schonen schöner wohnen. Haben wir auch schon Daily Shit gesagt. Wir empfehlen sehr stark den Daily Shit, würde ich mal sagen. Oh ja, da kann man auch viele Hintergrundinfos immer irgendwie so täglich abgreifen. Nicht immer. Ich empfehle auch ganz dringlich, Karten für die Pietsmi-Tour zu kaufen, damit ihr Sepp 1 auf die Schnauze hauen könnt. Richtig geil, ne? Für seinen Aufbruch 2.0 Witze. Und Jay bringt, ja. Jay bringt da einfach ein bisschen Elefantenpuppe mit. Da können ja jedem von uns auf die Schnauze hauen, denn wir haben es wahrscheinlich alle Peter. Verdient. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Aber Bram natürlich nicht. Bram hat es 2-mal verdient. Das sag ich jetzt einfach mal. Ey, Jay, was ich vorhin meinte, also ich habe heute Morgen so ein Foto gepostet, ja, da war halt, weil ich es gerade in der fucking Hand hatte, war da halt eine Red Bull-Dose mit drauf, ja. Und geil, weil der Red Bull so gut schmeckt. Nein, das ist scheißegal. Wie schmeckt es halt, dir nicht so gut? Warum trinkst du denn dann Red Bull? Früh, ja? Es war um 5 Uhr. Nee, jetzt warte doch mal. Jetzt warte doch mal. Warum, ja, warum magst du das denn? Ist dann? Okay. Also ist okay. Ja. Also du schon. Stehst, okay. du würdest dich schon als Person okay. mit Red Bull ablichten lassen wollen. Auf dem Foto. Ja, ich hab mich doch schon selber damit fotografiert, du Bongo. Was ist denn das für eine Frage? Genau. Okay, alles klar, gut, danke. Ich wusste allerdings nicht, dass es da offenbar irgendwelche Problematiken gibt. Ganz viele Leute im Social-Media-Bereich haben dann nämlich geschrieben, so von wegen, ey, nein zu Red Bull, als wenn man Fußball auch nur ein bisschen mag, kann man auf gar keinen Fall Red Bull trinken und so weiter. Das ging mega ab, ja. Was? Da habe ich so bei Facebook gefragt, so, was ist hier los? Wieso mögt ihr alle, wieso seid ihr alle so böse auf Red Bull? Und dann wurde mir erklärt. Ja, unter anderem ein Kommentar von Mathe60. Danke übrigens für die Erklärung. Red Bull hat im Jahr 2009 die 5. Ligaspielrechte von Markranstädt gekauft und den Verein RB Leipzig gegründet. Also Red Bull Leipzig gegründet. Bull Leipzig, ja. Mit dem Ziel, Werbung zu machen. Da Red Bull der alleinige Besitzer des Teams ist, wird die 50+1-Regel mehr oder weniger ausgehebelt und der Verein verfügt über eine enorme Geldsummen, mit denen andere Vereine niemals mithalten können. Das heißt, es gibt ein bisschen die Sorge, dass dadurch, dass jetzt quasi ein Unternehmensverein existiert, demnächst in Deutschland nicht mehr richtige Vereine gegeneinander spielen, sondern nur noch Konzernvereine, die für Werbung machen, gemacht sind. Wobei, da habe ich jetzt eine Frage, wie ist denn das eigentlich mit Bayern 04 Leverkusen? Ja, bei richtig, allen anderen, weißt du, ich werde nie wieder Aspirin nehmen, ich werde nie wieder ich spuck auf jeden VW,
wegen Wolfsburg. Nee, also der Unterschied, also die sagen jetzt hier, dass es einen Unterschied gibt zwischen Besitzer und Sponsoren. Das heißt, wenn ein Konzern eine Mannschaft komplett besitzt, ist das schlimmer, als wenn es nur ein Sponsor ist. Aber ja, bei Bayern 04 ist doch der Name schon drin, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich meine, die haben auch die nur Markenrecht, gehört. Oder, Jay? Meine, die haben nur Markenrecht. Aber selbst wenn was. Naja. Ich weiß nicht, kann man bei Wikipedia eigentlich die Anteilsrechte oder sowas ansehen? Ich bin also mir aber relativ auch, sicher, dass VW bei Wolfsburg beispielsweise, auch so weißt du, das Lustige ist, selbst bei. Moment, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Warte eben kurz. Einfach rede sagen, kurz weiter. Nicht recherchieren. Einfach sagen. Nee, dann meckern die wieder alle rum. Ja, also, also die Sorge ist, sag ich jetzt mal, dass quasi so eine Art Traditionsverein nicht mehr existiert, weil ich kenne mich natürlich in der Fußballwelt nicht so wirklich aus, aber offenbar Vereine gehören in der Regel nicht zu weltweiten Riesenkonzernen, die da Geld da reinpumpen ohne Ende, um da dann mit irgendwie erfolgreich zu werden, sondern Vereine sind eigenständig und haben Werbedeals oder Sponsorendeals, tatsächlich gerne auch mit solchen Konzernen, das ist aber nicht schlimm, aber der Konzern sagt halt nicht, okay, der ist Trainer und bitte mit diesen Spielern und bitte spielt dann mal besonders schnellen Fußball, damit häufig über euch berichtet wird oder sowas, sag ich jetzt mal, um maximale Marketing da rauszuholen, sondern ein Sponsor ist halt ein Sponsor. Der kriegt halt, okay, dein Name ist auf dem Ticket drauf und wir bieten dir jetzt noch die Stadionplätze an und du hast aber eigentlich kein Mitspracherecht. So habe ich das verstanden, das heißt aber nicht, dass das so ist. Wie gesagt, wenn ich über Fußball rede, ist die Hälfte wahrscheinlich sowieso falsch. Ich versuche nur gerade Zeit zu überbrücken, während... Ich überlege halt echt gerade... Das ist die große Frage. Stell dir vor, aber wenn dann alle Vereine wiederum in Konzernhand wären, dann wird sich doch quasi wiederum nichts ändern, oder? Dann wird doch wie jetzt. Ja. Das machen doch auch viele Vereine. Also viele Vereine werden doch gerade von irgendwelchen Scheichs oder Firmen halt voll gepusht, damit sie ja, halt aber nicht mal... Nicht in der Deutschland in der Regel. Wolfsburg und wie ist ich weiß nicht, wie das SAP? Bei Wolfsburg und Leverkusen ist. Bei Hannover? Hannover ist der Besitzer halt eine Person, die halt viel Geld hat. Und das ist ja. Halt der Typ von Saab, der. Weißt du, dann hast du ja. Noch Hoffenheim, der auch. Aber inwiefern wird dann das Produkt von dem Typen, also inwiefern macht der durch. Traditionsvereine wie. Borussia Dortmund. 1860 München, MSV Duisburg, Karlsruhe, Freiburg, die sind halt alle abgestiegen, weil die halt nicht mithalten können, sage ich jetzt mal, mit den Vereinen, die halt viel Geld haben. Und da kommen halt so Retortenvereine wie Red Bull Leipzig aus der Welt oder Hoffenheim, die halt quasi gar keine Fußballgeschichte haben, aber halt Geld haben und die jetzt dann oben spielen. Das ist, glaube ich, ja. Das tatsächlich was schlimm ist. Das kann ich schon verstehen. Das sind Traditionsvereine, die halt dadurch halt gebrochen wird. Ne, das ist halt, Fußball ist ja schon so eine Stolzsache. Und wenn dann halt so der Stolz gebrochen wird, dann ist, also ich bin halt auch ganz schön pisst, wenn Schalke gegen Dortmund gewinnt, dann ist mein Stolz auch ein bisschen gebrochen, obwohl ich ja gar nichts quasi mit Dortmund zu tun habe, irgendwie, dass ich davon Geld kriegen würde oder sonst was, weswegen ich mich aufregen müsste, sondern weil irgendwie so wenn man halt Fan von etwas ist. Das Problem ist halt, dass Fußball ja schon jahrzehntelang, würde ich behaupten wollen, eigentlich ein Geschäft ist. Also, das ist ja ein Werbeträger irgendwo. Es ging, also es ist nicht nur Werbeträger, sondern es ging ja generell immer viel um, naja, Geld halt. Also es sind halt Unternehmen teilweise. Deswegen ist ja in Bayern auch so, glaube ich, ganz gut, weil die extrem gut wirtschaften. Tippe ich jetzt mal. Ja. Und ich glaube, gerade solche Vereine führen dem Fußballfan noch mal vor Augen, dass dieser Sport ganz schönes Geldgeschäft ist, vor allen Dingen. Ja. Und das Geld halt stark dominiert wird auch. Ewigkeiten teilweise. So, oder nicht? Aber das ist dann halt noch mal so richtig obvious, sodass du halt durchgehend dran erinnert wirst und dir das nicht schönreden kannst, sag ich mal. Quasi, ach so. Ja. Okay, Sachen, die ich nicht verstehe, weil ich kein Sportfan bin. Ja, mittlerweile ist es halt echt, dass halt manche Vereine haben halt echt den Sprung verpasst, auf diesen Geldzug aufzuspringen. So Werder Bremen, ja, ist zum Beispiel ein unfassbarer Traditionsverein, der irgendwie sehr, sehr am Hungerzahn nagt. Und
andere, die halt irgendwie, weiß nicht, wer arbeitet denn zurzeit richtig gut? Ich finde, Gladbach macht zum Beispiel eine super gute Arbeit seit Jahren. Jetzt haben halt nicht. Muss das die nicht ihr Stadion verkaufen? What? Oder die haben ein neues Stadion gekauft. Ach so. Ich weiß aber nicht genau, ob das abbezahlt ist gerade. Die hatten ja Bückelberg gehabt, jetzt haben sie. Weiß nicht, ich nenne das immer Spinnenstadion, weil das sieht von außen aus wie so eine riesige Spinne. Nur mit ganz vielen Beinen. Wenn man da vorbeifährt an der Autobahn, ich weiß es gerade nicht. Aber für die ist es halt schwieriger, die werden halt auch viel weggekauft dann, ne? Und dann. Ja, aber das ist doch genau das, was halt sowas, was wie Gladbach machen sollte. Das ist doch nur klug gewesen, sich Reus zu kaufen, weißt du, für ein paar Millionen von Dortmund. Und dann ist Dortmund halt so blöd und kauft halt Reus wieder zurück, für 20 ne? Millionen zurück. Das ist doch mal eben 17 Millionen Euro verdient oder was auch immer. Ja. Ist halt einfach nur ein kluges Geschäftsmodell man muss sich halt nach und nach aufbauen. Es gibt ja auch andere Sportarten, die trotzdem relativ groß sind und auch traditionsreich, wie zum Beispiel Formel 1. Ist ja auch schon ewig, aber gibt's ja auch schon seit Ewigkeit. Aber ich glaube, Formel 1 war schon von Anfang an. Formel 1 ist schon immer ein Geldsport, aber jetzt, also seit langem, ja. Aber was ist mit Formel 1? Ja, genau, aber wie gesagt, die einzelnen Teams gehören ja auch Unternehmen. Weil die heißen ja auch so. Wie gesagt, gibt Red Bull, gibt Mercedes, BMW, vielleicht, keine Ahnung, ob es BMW gibt, aber irgendwie Ferrari gibt es auf jeden Fall. Oder gab. Und da meckert ja auch keiner drüber. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, jeder Formel-1-Fan würde dir sagen, vorher war das aber cooler. Aber vorher ist das schon dann 70 Jahre her, oder? Ja, weiß ich habe das gar nicht miterlebt. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass sich Red Bull eigentlich in so Sachen wie Sport engagiert. Ich finde das nicht halt. Ich meine, das ist halt wie so ein Sponsor. Ich habe mich da eigentlich nicht machen für krass genug Vereine auseinandergesetzt, ja dass ich da jetzt so eine krasse Meinung zu hätte, dass er sagen würde, ja, Rasenballsport, Leipzig ist der Oberaffen-Fick-Verein. Ja, das ist halt für mich genauso wie ein Hoffenheim, ein Leverkusen oder Wolfsburg, die halt Geld von großen Unternehmen in den Arsch gesteckt bekommen. Aber das ist genauso auch Bayern, die von Audi Geld in den Arsch geschoben bekommen, Dortmund von Evonik und Schieß mich tot, ja, und Signal Iduna und Unity Media und bla. Das ist aber halt du hast eine Geldsache. Da haben sich ja bei Hoffenheim damals schon, da gab's. Hallo? Viel mehr als früher. Nicht. Da gab's. Du bist gerade unterbrochen worden. Echt? Oh, das ist doof. bei Hoffenheim, meine ich, haben sich viel mehr Leute auch öffentlich echauffiert als jetzt bei Red Bull Leipzig. Ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim mittlerweile besseres Standing hat als. Ja, als aber früher, als sie halt gepusht wurden, als SAP gesagt hat, ach komm, wir stecken da mal 10 Millionen oder 20, 30 Millionen rein, da war es, meine ich, viel schlimmer, als sich viel mehr Leute darüber aufgeregt haben, oder? Ja, weil das halt der erste Verein war. Und jetzt bei Red Bull Leipzig sagt man sich, ja, ist halt wie bei Hoffenheim. Eigentlich gibt es schon Wolfsburg und Leverkusen. Da ist auch, wie gesagt, das ist doch genauso. Aber das ist schon wieder länger her. Das wissen dann viele Leute wieder nicht und haben dann verarbeitet oder so. Ich finde da zum Beispiel, also traurig finde ich halt, wenn ich Wolfsburg in der Champions League sehe, dass die halt nicht mal das Stadion voll kriegen. Ja, das ist einfach nur traurig. Das ist echt ein ganz schöner Kackverein. Das ist halt einer der Argumente, die gebracht wurde in den Kommentaren dann, wenn man sich wohl, also in England ist das wohl schon deutlich weiter vorangeschritten, diese Entwicklung, die jetzt viele fürchten halt, dass quasi die Kommerzialisierung des Traditionssports ist in Deutschland, wenn du in Deutschland mit England vergleichst, soll wohl ein ganz großer Unterschied sein. Und die Sorge ist halt auch tatsächlich, dass dann dieses Fantum nicht mehr so wirklich da ist. Die erfolgreichen Mannschaften sind halt Retortenvereine, die eigentlich keine richtigen Fans haben und dann die Stadien leerer werden, es keine Fangesänge mehr gibt sozusagen, weil, ganz ehrlich, wer ist denn Fan von einem Konzernunternehmen, von einem Konzernverein? Also, wo bleibt denn da die Liebe noch zum Sport? So, weißt du, was ich meine? Also, ich verstehe das. Aber die Lücke wird immer größer, glaube ich, zwischen den Bundesliga-Vereinen, die jetzt im Moment schon seit längeren Jahren gut dabei sind, wie Bayern, Dortmund, Leverkusen,
Schalke-Wolfsburg, sage ich jetzt mal. Das sind ja so jetzt so die Vereine, die halt immer relativ weit oben da mit bei sind. Und den anderen ganzen Vereinen, die halt nicht so gut gewirtschaftet haben. Und wenn jetzt dann halt so, also ich denke halt, dass die Lücke immer größer wird, wenn dann halt nicht irgendwelche Vereine nachkommen, die halt auch mal Geld reinpumpen. Die ein bisschen gesponsert werden, auch ein bisschen und hintersteht, ne? Das sorgt halt dafür, dass die Bundesliga quasi weniger Tradition kriegt, was halt so ist, was ich vielleicht auch nicht gut heiße, ja, aber das sage ich, steh ich ehrlich noch neutral dagegen, weil gut, mein Borussia Dortmund steht jetzt auch nicht so schlecht da, wie vielleicht, wenn ich jetzt Werder-Fan bin, dann wäre es vielleicht was anderes für mich. Die stehen dann halt besser da, wenn dann halt diese Retortenvereine reinkommen, im Gegensatz zu den anderen europäischen Ligen. Weißt du, englische Liga hat ja unendlich viel Fernsehgeld. Da kriegt der 18-Platzierte oder so viel wie der Bayern an TV-Gelder. Okay. Also das ist krank, was ja. Die Engländer an TV-Geld bekommen da. Ja. Und das ist halt, ich weiß, aber ich finde zum Beispiel auch die spanische Liga total langweilig, weil da hast du halt wirklich nur Real Madrid, Barcelona und vielleicht noch Atletico, ja. Und dann ist schon nur noch FC Sevilla und dann war das schon quasi. Und das ist halt seit Jahren so. Und dann ist irgendwie, stelle ich mir das halt irgendwie ganz schön langweilig vor. Und ich hoffe, dass das. Ich habe zwar jetzt die Befürchtung, dass das mit Bayern auch so läuft, weil die halt echt stark sind. Aber naja, mal schauen. Sich das so entwickelt. Wobei, noch mal eine Frage zum Verständnis vielleicht. So die Überlegung, wenn quasi Unternehmen quasi eigene Dinger aufziehen, dann wollen die auch, dass die besonders gut spielen, ja? Kann da der Fußball oder der Sport an sich nicht sogar vielleicht sogar was gewinnen im Endeffekt, weil du dann geilere Talente hast, die noch geiler spielen? Ja, und ja, das meine ich ja. Deswegen meine ich ja im Gegensatz zu den anderen Ligen. Die Sache ist halt nur, es ist halt nicht mehr MSV Duisburg, sondern Red Bull Leipzig. Und dann ficken halt, da sind halt die ganzen Ultras und generellen Fans da halt natürlich Piss drauf. Genau. Auf solche Vereine. Okay. Weil es ist halt, weißt du, wenn Dortmund halt so scheiße drauf wäre, wie andere Vereine, die jetzt um den Abstieg kämpfen, dann wäre ich halt auch irgendwo pisst. Klar. Wenn dann halt ein Red Bull Leipzig dann nächstes Jahr, weißt du, die halt so eine Fanbase von, weiß ich nicht, keine Ahnung, schon 20.000 Leuten, ich weiß nicht, was die Fanbase ist. Warte mal. Aber die vergraust du dann halt so mit so einem dicken Sponsor, weil die fühlen sich dann halt nicht mehr so heimisch, ne? Aber auf Dauer wahrscheinlich wird das dann halt so wie bei Hoffenheim dann die nächsten 3, 4, 5 Jahre und dann sagen alle, ja, okay, dann ist das halt, das ist jetzt auch schon immer Red Bull Leipzig und das ist halt so. Und dann kriegst du neue Fans und ist wahrscheinlich so, der im Lauf der Zeit wird das einfach sich auch wieder ändern. Die Meinung. Ich bin gerade auf rb-fans.de. Das denn? Die Red Bull, die RB Leipzig Fan Community Tradition seit 2009. Was ist 2009 das? Ist das schon passiert? Ja, keine Ahnung. Wow, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Nee, was? Aber kann ja sein, dass die vorher eigentlich. Nee, die sind im Moment in der zweiten Liga, werden nächste Saison wahrscheinlich erste spielen. Und dann, dass sie vorher schon Geld. Nee, ich meine, dass Red Bull verschrien ist unter Leuten, die Fußball schätzen. Ach so, ja, keine Ahnung. Das ist, ich denke, die sind erst groß, also richtig krass verschrien ist das, glaube ich, erst seit die in der zweiten Liga sind, weil da sind sie eigentlich so. Dritte Liga ist halt auch so schon ziemlich. Was ist denn die 50+1 Regel überhaupt, hier, über die auch gesprochen wurde? Hä? Ach, das also, ist so, dass. Lass mich kurz überlegen, dass. Ich kann jetzt, glaube ich, auch das nur. Ich muss das am ehesten vorlesen aus Wikipedia, bevor ich halt irgendeinen Bullshit erzähle. Eine Vorschrift in den Statuten der DFL, also Deutschen Fußballliga. Nach dieser Vorschrift ist es Kapitalanlegern nicht möglich, die Stimmenmehrheit bei Kapitalgesellschaften zu übernehmen, in die Fußballvereine ihre Profimannschaften ausgegliedert haben. Erlaubt ist hingegen, dass sich die Mehrheit des Kapitals im Besitz privater Investoren befindet. Bla 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 bla. So hält beispielsweise Borussia Dortmund an seiner eigenen. Schutz
des Wettbewerbes in den Profiabteilungen der deutschen Fußballligen legte der DFB in einer Sitzung bla 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 fest, dass eine Kapitalgesellschaft nur eine Lizenz halten kann, wenn er, okay, Mutterverein mindestens 50% hat. Ja, ja, ja. Es soll halt verhindert werden, dass Großunternehmen oder andere Kapitalgeber die vollständige Kontrolle über die Profimannschaft von Vereinen übernehmen. Wie dies vielfach in England und woanders ist. Das ist interessant hier. Die Borussia Dortmund GmbH gehört zu 100% der BVB 09 e.V. Dortmund. Ne, die hat 100% der Stimmen. Kapitalanleger sind zu 49% Streubesitz. Das heißt, keine Ahnung, die gehören ganz vielen Leuten. Können ist eine Aktiengesellschaft. Dortmund ist eine Aktiengesellschaft. Ja. Ach so, ja, KGAA, okay. Bernd Geske, Evonik Industries. Ja. 14,78% gehören Evonik Industries. Ja, sei ja, zum Beispiel. Evonik ist halt auch ein großer Partner von Dortmund. Jo. Steht denn jetzt hier auch Leipzig bei? Warte mal. Müsste eigentlich... Ich such das mal. Ja, hier, guck mal. Da, die VfL Wolfsburg Fußball GmbH gehört 100% der Volkswagen AG. Weißt du, nee, so, nee. Ja, alles klar. Weißt du, da regt sich keiner drüber auf. Und hier, Bayer Leverkusen, 100% der Bayer AG. Okay. Ja, das ist halt, das ist aber schon immer Tradition gewesen, Jay. Oder diese Fußballmannschaft. Rasenballsport Leipzig, unbekannt, aber mindestens 51% der Rasenballsport Leipzig e.V. Und da steht hinter 99% Red Bull GmbH. Wieso ist denn das unbekannt? Kann das sein? Muss sowas nicht offengelegt werden? Weiß das nicht. Weil die nicht alt genug sind? Wenn es keine AG ist. Wann der Abschluss kommt, oder? Ja, das kann natürlich sein. Wem gehört denn Köln? Köln gehört Köln. Rein Energie, Peter. Genau, das sind halt Traditionsvereine, ne? Du musst halt... Hier, Hamburg ist auch schon so einer, wo der Kühne, der hat auch... Hamburg war auch übelst verschuldet oder ist, glaube ich, noch verschuldet. Ich glaube, letzte oder vorletzte Saison hat halt Kühne, ist ja der, glaube ich, Senf und so weiter herstellt, der Besitzer. Ja. Der hat halt auch einen Großteil von Hamburg gekauft. Also 7,5% ist jetzt der Großteil, aber ist halt schon mal wieder Geld rein. Schon ein Investor. Ne? Okay. Aber die Frage ist, ist das nicht auch vernünftig? Ich meine, könnten sich solche Unternehmen nicht quasi auch gar, also so Vereine, die ja eigentlich de facto ja Unternehmen sind, nicht anderweitig gar nicht mehr richtig refinanzieren, ohne so fette Sponsoren. Guck mal, wie viel bei den Gehältern. Selbst Eintracht Frankfurt, wo ich dachte, das wäre ein Traditionsverein, hat ja auch voll viel verkauft. Okay, Freunde der 28,6% Freunde der Eintracht Frankfurt AG. Bankhaus Metzler, DZ Bank, Landesbank Hessen, Thüringen und BAF Bank. Alles klar. Ja, du kannst, also, wenn ich das richtig sehe, gehört Köln tatsächlich, ist Köln ein eigenstehendes Unternehmen ohne große Investoren, tatsächlich. Wir können das ja sein. Genau. Ja, faszinierend. Spielen die nicht auch oben mit? Ja, die machen gute Arbeit. Mainz würde ich jetzt auch sagen, ich weiß nicht, wo Mainz gerade ist. Ich denke mal auch, dass die 100% sind. Also noch gibt es so die Mannschaften, die versuchen noch das so hochzuhalten, so ein bisschen so nach dem Motto, wir schaffen es auch ohne. Ja, du siehst halt, warte mal, wo ist denn Bayern? Bayern habe ich noch nicht gesehen. Da, Bayern. Bayern ist Adidas, Audi, Allianz, ja. Und die haben wohl einen festen Wert, 8,33% immer, die verkaufen. Geht halt nicht anders, wenn du dir das anguckst. Bayern ist ein großer Verein, Dortmund ist ein großer Verein. Wo ist Gladbach? Gladbach ist, glaube ich, der beste Traditionsverein, der 100% noch hat, wenn ich mir das so angucke. Ja, also da. Sieht so aus, als hätte er 100%, ja. Wer ist noch härter, ist halt auch. Ja, die BSC. Profifußballabteilung des Vereins wird von der Kapitalgesellschaft Borussia blablabla GmbH betrieben, die sich komplett im Besitz des Vereins befindet, ja. Das war schon mal gut. Das ist krasse Geschichte. Aber so kriegst du halt, wenn du mal eine Flaute hast und mal nicht so geil dastehst, halt wie ein Unternehmen auch so in der Wirtschaft, dann kannst du es halt nicht so schnell abfangen. Ja, aber nicht mehr. Du hast auch das Problem, ich meine, Gladbach ist doch das beste Beispiel. Die gehören sich selber, ja. Und trotzdem haben die das Problem, dass die zwar einen ganz guten Job machen, aber am Ende der Saison, wenn die quasi die Talents hochziehen, immer leer gekauft werden. Genau. Das ist in der Tat richtig. Weil die halt ein richtiges Rückgrat haben, so.
So genau, gesehen. Die können, die, und genau, die sind halt auf das Geld dann teilweise angewiesen, haben halt nicht die Chance einfach zu sagen, so, ne, den verkaufe ich nicht, weil wir machen lieber geilen Sport als das Geld, was wir halt irgendwie brauchen. Ja, ist Carl Zeiss Jena auch mittlerweile ein Retortenverein geworden. Ja, der Name war ist doch schon Carl Zeiss. Das ist nein, nein, pass auf, hier, da ist der, hier, pass auf, wenn du guckst, Carl Zeiss Jena, bla bla, 50% Carl Zeiss Jena e.V., und dann 49% Steprix NV, wer auch immer das ist. Und dann siehst du dahinter, ist, steht ja dann immer, wem der Großteil noch gehört. Also hier die 50,02% ist die FC Carl Zeiss Jena e.V. Und die Carl Zeiss Jena e.V. gehört zu 95% Steprix NV, die wiederum 49,98% auch schon an Carl Zeiss Jena gehört. Das ist ja mal voll die Umgehung von der 50. Also haben die im Endeffekt auch quasi. Die haben aber sowas von 100% quasi. Das ist ja richtig voll behindert. Fushi, ey. Alter, die sind ja, aber ich fand cheaten. Brams Punkt ganz gut eigentlich, so dass Gladbach jetzt quasi eine gute Zeit hat, die haben gute Leute, aber wenn es dann halt um die Talents geht und dann andere Leute mehr bieten, haben die halt im Endeffekt ein bisschen ein Problem, weil die einfach unmöglich so viel Geld haben können wie ein Red Bull. Und es, ich glaube, genau halt darum, das ist das, was die Leute abfuckt, glaube ich. Ja, ja, es du musst halt versuchen, mit deinen Talents den reichen Vereinen das Geld aus der Tasche zu ziehen und dann halt selber irgendwie dich aufbauen, keine Ahnung wie, deine Marke halt vergrößern. Auch ja. Im Ausland oder so, dass du dann halt dein Interesse interessanter bist. Dankeschön für diesen Kommentar. Ich finde, weißt du, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld alleine Dortmund und Bayern beispielsweise für ihre Auslandsvermarktung kriegen. Die fahren doch immer nach ihre Sommer- und Winterquartiere ja, da für der, während der Sommerpause. Sie fahren immer nach China, USA oder Dubai, damit sie da halt Testspiele machen können, um sich da zu repräsentieren. Ja. Damit da die Fanbase größer wird. Weil da sitzt da natürlich auch nochmal richtig viel Geld hinten, sitzt da viel hinter. An Merch und Urlaub und allem möglichen Shit. Investoren. Ja, vor allem an Merch, die wollen ja dann nach China die Rechte und vor allem ihr Merch verkaufen. Ja, die Rechte vor allem auch noch herrschen auch wieder. Also gerade Dortmund war, glaube ich, ja letztes Mal in China, oder? Wurde da hart abgefeiert. Oder war es Japan? Ich weiß das nicht, kann sein. Also ist halt, ne? Eine große Sache. Finde ich, also, obwohl ich mich nur für Fußball interessiere, finde ich das irgendwie spannend. Keine Ahnung warum. Aber es ist echt krass, gibt echt wenige Vereine, die noch in der Bundesliga 100% sind. Augsburg, Bremen, vielleicht Hannover. Hannover hätte sich auch irgendwie, da gehört ganz vielen Menschen. Ich weiß natürlich nicht, was die Menschen alle an Geld haben. Wer weiß, wer da wieder hinter sitzt. Also bin mir auch nicht so sicher. Dann, fuck, krass. Hier Köln noch. Dann habe ich 3 Mannschaften. Gladbach 4. 4 Mannschaften oder was? Sind nur noch Traditionsvereine, wenn ich das so richtig sehe. Also Traditionsvereine sind auch nur mehr, aber sind halt nur noch 100% Verein. Das ist ja ganz schön traurig für die erste Liga. Dann ist die ganze Entwicklung, die wir gerade angesprochen haben, ja schon nahezu das abgeschlossen. Ist das Schalke? Ja. Also es ist eigentlich so einer der letzten oder einer von den kleineren Vereinen, die eigentlich halt nicht in der oberen Liga so sonst mitgespielt hat, die dann halt jetzt mal dazukommt, quasi so hochgezogen wird. Ich finde Schalke also, nicht. Habt ihr Schalke schon gefunden? Mal Schalke Steuerung F. Ich habe die Wikipedia-Seite ehrlich gesagt schon wieder zugemacht. Schalke ist so scheiße, die sind nicht mal da drin. Ne, Schalke ist da nicht drin, aufgelistet. Ja, keine Ahnung, ja, dann sind da vielleicht doch nicht alle drin. Naja, whatever. Interessante Sache. Ja, fand ich nämlich auch. Mir auch noch die so mit auseinandergesetzt. Bin gespannt, das wie viel Bullshit wir erzählt haben. Ja, auf die E-Mails von nächster Woche gespannt. So, oh nein, das war falsch. Aber da bin ich auch auf die E-Mails gespannt, wenn es da nochmal was gibt. Okay. Ihr hattet vorhin schon irgendwie angerissen, wie hieß der denn nochmal? Der PewDiePie hat wohl irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Ein eigenes Netzwerk gegründet, ne? Kurz, ja. Mit ein paar anderen YouTubern.
die er irgendwie so als coole Kumpels bezeichnet und dann halt da geilen Shit mit denen machen möchte. Hab ich gestern gelesen. Klingt eigentlich sehr gut, aber ich habe irgendwie auch gelesen, Disney soll da auch so ein bisschen die Finger im Spiel haben, ne? Ja, warte hier, Peter, damit du dich auch nochmal reinlesen kannst. YouTube-Star PewDiePie startet eigenes Netzwerk Revel Mode. Mit irgendwelchen größeren. Wie heißt das? Revel? Ich guck Revel nicht, lass Mode. Announcing Revel Mode. Aha. Ich denke, könnte wirklich so ein Netzwerk, also die sollen halt neue Videos drunter veröffentlicht werden und vermarktet werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich da halt ganz große YouTuber, ich kenne die allerdings nicht. Ja, das sind halt amerikanische YouTuber, ne? Markiplier kenne ich nicht, Cinnamon Toast kenne ich. Davon sind die meisten auch in seinem Spiel vorgekommen. Also ich habe auch das Spiel ich habe ja mal ein Video zu dem Spiel gemacht und da kam auch der Markiplier oder ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, kam auch vor und habe ich auch in dem Video gesagt, so, wer ist denn das? Und dann Kommentare von, wie kannst du den nicht kennen? Oh, Peter! Ja, okay, dann hab ich gedacht, alles klar, ist er wohl doch nicht so klein, also ja. Aber insgesamt soll der Netzwerk ja irgendwie 100 Millionen Abonnenten quasi dann erreichen, ne? Ich muss das hier nochmal durchlesen, das wäre natürlich eine gute Nummer. Also natürlich schon. Ja, wow, wobei PewDiePie 41 Millionen hat, ne? Ja, aber okay. Trotzdem. Weißt du, ist natürlich eine Hausnummer und ich denke, sie können jetzt, wenn sie halt so, wenn das ein 6-Mann-Netzwerk ist, können sie dann ja jetzt zu, weiß ich nicht wem gehen, ja, zu, hey, Disney, gib uns mal ein paar Millionen, damit wir 6 dann da Videos machen, so. So, starke Ich finde das schon ganz spannend eigentlich, dieses sowohl Maker Studios als auch deren Eigner Disney sind Investoren am Unternehmen. Mhm. Was ich halt witzig finde, weil ja auch PewDiePie sich nicht immer positiv über Maker geäußert hat. Also Maker ist ja das eigentliche YouTube-Netzwerk von Disney. Und jetzt würde mich natürlich so der Hintergedanke interessieren, ob die sich jetzt neu aufstellen. Mit PewDiePie mit als so Gesicht, vorne. So nach dem Motto, ey, das ist jetzt nicht das große Firmennetzwerk, sondern das ist von YouTubern für YouTuber und ja, da einfach natürlich. Nur Geld reinpumpen. Ja, das ist ja, was ja an sich auch nicht so schlecht ist, ganz ehrlich, wenn du halt einen YouTuber da sitzen hast, der da an Entscheidungen mitwirkt, anstatt reinen Geldleuten, dann ist das ja eigentlich egal, woher. Quirmelkopf ist mit dabei, den kenne ich sogar persönlich. Echt Quabbelkopf? Wo steht denn Quabbelkopf da drin? Wer ist denn Quabbelkopf jetzt schon wieder? Quabbelkopf ist ein holländischer YouTuber, der englische Videos macht. Den haben wir auf E3 getroffen. Also haben kurz mit dem geredet. Die kenne ich persönlich. Oh. Das ist mein bester Freund. Das ist mein persönlicher Freund. Wir haben ihm die Hand geschüttelt und haben mit ihm geredet. Den kenne ich persönlich. Nee, aber Jake. Ja. Und auf der YouTube-Party haben wir mit dem getrunken. Ja. Das ist cool. Ja, so ich habe nie gesagt, dass er mein Best Friend ist. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn persönlich kenne. Mein Gott, das fuckt mich doch nicht ab, Alter. Ich habe nicht mal gehört, hat dass du das gesagt hast. Ich dachte, Jay macht einen Witz. Hat doch keiner gesagt. Jetzt, sei mal nicht so dünnhäutig, Dennis. Echt mal, Dennis. Jetzt fuck ich mal Echt mal, Dennis, ey. Redet aber nicht. Wir haben noch keine Anfrage bekommen. Felix, was ist da los? Was soll das? Ich weiß, du hörst unseren Podcast auf Deutsch. Ja, ja. Kenn ich persönlich den Felix. Der hat schon mal auf Twitter was geantwortet. Ja, Christian war ja schon mal bei Twitter mit dir geantwortet. Ja, als ich ihn synchronisiert habe. Oh, lol. Ja, bei South Park. Guck mal, da kennst du ihn ja doch persönlich. Ja, auf jeden Fall. Persönlich PR zweimal die Woche gehen die einen saufen. Ja, genau. Wobei er, glaube ich, ein cooler Typ ist. Also. So gefühlt. Ich gucke nicht viel von ihm, aber ich kann mir vorstellen, dass er ein cooler Typ ist. Ich glaube, der hat einen kleinen Penis. Das kann sein. Vielleicht hat er aber auch eine Penetrations... Wie hieß das aber? Penetrationsnagel. Penetrationsnagel. Ja, der gute alte Nagel. Er kennt ihn nicht. Stimmt, vielleicht haben die auch einen Penetrationsnagel. Falls die es nicht wissen, die können sich die heutige Daily Shit-Folge angucken, beziehungsweise die Daily Shit-Folge vom 15. Januar. Von Freitag halt, ne? Generell ja, ich könnte mir also schon gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es über den Deutschen klappt. Wenn sich die dicksten YouTuber da zusammenschließen. Ja, warum nicht? Nein.
da habe ich gesehen, dass, achso, ich weiß nicht, haben wir zu der Netzwerkgeschichte noch was zu sagen? Mir fällt da jetzt nichts groß ein, außer ich habe jetzt auch nur die News gelesen, so, okay, das Ding ist da. Ja, ja, muss ich zeigen, was da raus wird, ne? Vielleicht ist das auch eine Zusammenschluss für YouTube Red oder sowas. Dass da was entstehen wird. Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann natürlich sein. Was haben wir denn noch? Moment, ich hatte noch irgendwas, wobei ich reden wollte. Ja, über deinen Diablo-Challenge, du bist doch gleich weg. Ach, Quatsch, ja. Diablo-Season habe ich jetzt schon oft genug angekündigt. Nein, irgendwas anderes. Scheiße, was war das denn? Fand ich auch interessant. Kacke. Find's gerade nicht. War das eine News oder was? Ich hatte noch eine lustige News. Ja, hau mal raus. Hab ich gelesen, da. Mit einer bei seinem Vater mal die Kreditkarte gemobst und ihm gesagt, hey Papa, ich spiele so FIFA, magst du mir mal kurz so 50 Euro hier einmal nur hier, kann ich mir so ein Pack kaufen, ne, für Ultimate Team. Voll geil, kann ich voll die geilen Spieler kriegen. Ja, Papa sagt, ja, okay, wenn das nur einmal ist, ja, komm, gebe ich dir mal 50 Euro. Und der Junge hat das irgendwie wohl verplant, dass das nicht nur einmal ist, sondern immer, wenn er das auflädt. Und kam dann, wie auch immer. Würde ich dann im Nachhinein auch sagen, dass ich das verplant habe. Ja, ne, kam dann im Nachhinein auf sage und schreibe 7.600 US-Dollar. Ach du nur Scheiße. Für Ultimate Team Packs. Das sind. Ja, aber der hat bestimmt Messi. Also ich weiß, ich. Hoffentlich. Wäre geil, wenn Messi nicht hätte. Das ist wahrscheinlich so drei Tage lang musst du eigentlich durchgehend klicken, um das echt auszugeben. Selbst Traum. Das ist echt der Knaller. Ja, und jetzt ist sein Papa ein bisschen salty und sagt, da, wenn ich Electronic Arts 7.000 Euro in den Arsch schiebe für Packs, würde ich auch ganz schön sauer sein. Na, vor allem, er kriegt es halt nicht wieder, ne? Weil halt selber schuld, ne? Gibt halt Wer ist denn der Junge? 17. Ja, dann und auch noch, wieder. Alter, echt, mit 17 ist man so dumm. Ah, ist ein Amerikaner, ne? Ja, ist ein Amerikaner. Also in Deutschland gibt es das mit Sicherheit auch. Also 7.000 Euro, dumme Menschen gibt es Überraschung auf in jedem Land dieser Welt. Also ich weiß nicht, da steht ja auch jedes Mal, wollen Sie, also du klickst ja auch jedes Mal, wie möchtest du bezahlen? Ach ja, mit der Kreditkarte. Okay. Weißt du? Ist schon eigentlich ein bisschen offensichtlich, aber gut, der Papa kriegt jetzt halt kein Geld wieder und muss halt echt ein bisschen latzen. Das auch. Ach fuck, das war die Beta, die ich spielen wollte. Metal Gear Solid Online, die Beta ist gestartet. Aha, okay. Metal Gear Solid Online? Was darf man sich davon versprechen? Was? Also Metal Gear Solid 5, davon gibt's einen Multiplayer-Modus. Den gibt's auf den Konsolen schon, am PC noch nicht. Ach so. Und die haben jetzt die Beta für den Multiplayer-Modus auf dem PC gestartet. Das wollte ich eigentlich diese Woche, dazu wollte ich ein Video machen. Jetzt lese ich gerade, dass der Beta-Test wieder auf Eis gelegt wurde. Offenbar gab es da irgendwie Exploits oder so ein Scheiß. Ach, schade. Gaga. Ich weiß gar nicht, wie man an die fucking Beta kommt. Wer am Beta-Test teilnehmen muss und außerdem über die Steam-Optionen. Aha. Weil das wäre nicht uninteressant. Der Multiplayer-Modus soll zwar jetzt nicht gerade der geilste auf der Welt sein, aber mal reingucken würde ich schon, weil das Spiel an sich ja ganz geil war. Betas. Jo. Nehme ich doch wohl. Jawohl. So, Entschuldigung. Worüber aber haben Beta wir uns unterhalten? Ist ja auch, Beta kommt ja jetzt auch geil raus hier. Nicht Destiny. Weißt du? Division. Spielen wir ja, doch, das oder? Dauert aber noch. Das ist Ende Januar. Sollten wir besser nächste Woche drüber reden, Wochen, wenn Christian beim nächsten Podcast dabei genau. ist, oder? Aber machen wir, oder? Seid ihr dabei? Bin mir noch nicht so sicher, ob ich da Bock zu hab. Also in der Beta werde ich mir das auf jeden Fall also angucken vielleicht schon, ja. Aber dann will ich Jay schon nicht dabei haben. Nee, ich wollte gerade sagen, Stimmlage wieder ist jetzt schon wieder negativ eingestellt. Nee, ich bin da nur realistisch drauf eingestellt. Wir wissen noch, wir haben es alle noch nicht gespielt. Wir haben es alle noch nicht gespielt, wir haben keine Ahnung. Ich habe schon mal kurz gespielt und fand's cool. Ja gut, du findest auch Transformers geil. So, das ist halt so der Dauerbrenner, was? Lässt du dich wieder auf Jay sein Niveau runterbrauen. Herzlichen Glückwunsch. Nee, ich freue mich. Also ich will The Division auf jeden Fall ausprobieren. Geht auch neutral rein, aber ich bin halt von dem Spiel persönlich nicht hyped. Freue mich trotzdem drauf, den Titel zu spielen, weil der ist ja auch schon seit Jahren in der Entwicklung. Ja. Ich war mal hyped. Ich kann mich aber nicht dran erinnern. Ich glaube, so vor zwei Jahren, glaube ich. Als ich im Kindergarten war ich, glaube ich, hyped auf The Division. So.
Also nach dem ersten Trailer war ich definitiv hyped, aber als du dann immer, also keine Ahnung, sonderbares Projekt meiner Meinung nach, soll ja auch, habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört, von so anderen Leuten, die in der Videospielbranche tätig sind, soll auch ein, von der Entwicklung her, ein absolutes Grauenprojekt bisher gewesen sein. Also ja, da soll wohl alles schiefgelaufen sein, was schieflaufen kann. Und ja, wir werden sehen. Mehr als bei Destiny kann er nicht schieflaufen. Weißt du, wo der Autor kurz vorher abspringt, man die komplette Story innerhalb von 3 Monaten umschreiben muss? Ich, ja, weiß ich nicht. Kann immer viel schiefgehen, finde ich. Ich bin mal gespannt. Also das ist halt so eines dieser Monster-Projekte, die eventuell am eigenen Anspruch scheitern können, vielleicht aber auch geil sind. Wir warten auch noch mal auf Christians detailliertes Feedback in der nächsten Podcast-Folge. Genau. Ich möchte wieder in die Schule. Nice. Hm? Jay, ich auch. Nach Norwegen. In die norwegische. Genau, das ist meine Geschichte, die ich erzählen wollte. Hä, E-Sport. Warum? Norwegische Schule setzt CSGO, Dota 2 und LOL auf Lehrplan. Nice. Eine Schule in Norwegen möchte ab August 30 Schülern die Möglichkeit bieten, 5 Stunden die Woche das Fach E-Sport zu belegen. Sogar Noten soll es für das Fach geben, in dem neben Taktik auch Teamgeist und mentale Fitness trainiert werden soll. Krass. Die, ja, ich sag euch, diese nordischen Länder, die sind viel weiter als wir alle. Ja, sind die auch schon. Wenn ich irgendwo in Auswandern. Nee, kann ich nicht, da ist der Alkohol so teuer. Egal, aber so rein vom Prinzip her, wäre das auf jeden Fall immer in den Norden. Schon sexy. Ja, die sind echt schon gut dabei, ne? Krass. Ja, das hab ich noch gar nicht mitbekommen. Weil ich jetzt. Wo weißt du? Fick auf Kunst, Fick auf Literatur, E-Sport. Geil. Ohne Spaß. Sicher, ja, was will ich mit so einer anderen Scheiße, ey? Ganz ehrlich. Wobei, da stellt sich natürlich dann wieder die typische Frage vom Bildungssystem. Was bringt es dir, bestimmte Sachen wirklich zu lernen? Ja, Teamgeist hat er ja schon angesprochen. Und mentale Stärke. Ich meine jetzt nicht nur bei, ich meine jetzt nicht nur in dem E-Sport, sondern generell. Ach so. Weil er sagt halt, fick auf Literatur, fick auf Kunst, weißt du. Ja, gut. Ja, das ist aber Jay seine Meinung. Du weißt ja eh, was da steckt. Ja, aber ich sehe zum Beispiel beim Kunstunterricht sehe ich da zum Beispiel genauso. Pick auf Kunstunterricht, gib mir dafür E-Sport. Ja, ist halt so. Das ist ein kreatives Fach, E-Sport, würde ich sagen. Und ist halt, ne? Echt kreativ. Ich finde, kreative Fächer, in kreativen Sport Fächer nicht? Muss man selber was erstellen. Genau. Ich finde auch, das ist ein Sportfach. Ja, das ist ein Sportfach. Also statt Sport. Du hast ja auch suchen können. Entweder mache ich Sport oder mache ich E-Sport. Das wäre geil gewesen damals. Hätte mein Schnitt wahrscheinlich noch mal umgezogen. Hätte meinem Körper wahrscheinlich nicht allzu gut getan. Noch viel besser. Ja. Gute Frage. Oder einfach statt gar nichts anderem, sondern einfach zusätzlich. Kann ich diesen Kurs auch doppelt belegen? Ja, echt so. Leistungskurs direkt nehmen. Kann ich da drin bitte meine Abiturprüfung machen? Schriftlich? Ja. Und dann darfst du gegen den Lehrer spielen, oder wie macht man das dann, Jay? Weiß ich nicht, dann ziehst du ja ab. Ja, ihr lacht. Letztens hat mir einer einen Snap geschickt, der meinte so, ja, ich muss gerade für meine schriftliche Prüfung im Sport lernen. Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht, schriftliche Prüfung im Sport? Da hab ich auch so gedacht, ja, eigentlich ist das irgendwie ganz schöner Bullshit. Ich weiß, dass wir haben ja in Deutschland erstmal schlucken, Bram. Ja, erstmal schlucken, Moment. Ist gar nicht so Quatsch, eine schriftliche Prüfung im Sport. Genau, weil wir haben ja in Deutschland 16 unterschiedliche Bildungssysteme, weil jedes Bundesland das selber macht. Und ich weiß zum Beispiel, dass in manchen, also zum Beispiel in Brandenburg und so ist, dann gibt es halt Sport, ist geteilt in Sportpraktisch und Sporttheorie tatsächlich. Wo ich mir dann auch immer dachte so, was ist das denn für ein Bullshit, Alter? Aber es gab dann halt eine Klassenarbeit in Sporttheorie und dann musstest du halt ganz normal Zirkeltraining, schieß mich tot, wie diese Sachen, was man halt zum Sportunterricht macht, noch machen. Das war 1 oder 2 Stunden zusätzlich die Woche. Krass. Ich habe auch keine Ahnung, was man darin macht, aber ich halte das für ganz schön viel Bullshit. Also, was ich mir halt denke, wenn so physiotherapeutische Sachen wahrscheinlich, Sportmedizin eher so. Ja, das ist dann ja spezifisch und also das sehe ich halt nicht unbedingt in der Schule. Weißt du, was ich meine? Hm. Wenn du in die Richtung gehst, beispielsweise da in irgendeiner Weise nachher einen Job ausüben willst, dann klar, musst du unfassbar viel Theorie lernen, auch wenn du sowas mal lehren willst oder so. Man könnte es ja als Wahlfach machen, also vielleicht ist es ja auch ein Wahlfach, oder? Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, was der da für eine Arbeit geschrieben hat, der mir den Snap geschickt hat. Das war nur in dem Moment, als der das so sagte. Wortprüfung schriftlich, dachte ich so, alles klar. Weil ich denke mir halt so,
wenn du ich stelle mir halt das typische Schulfach Sport, stelle ich mir ja sehr praktisch vor. Und klar muss man da halt auch theoretische Sachen beachten, aber das macht man ja automatisch dann auch in der Praxis. Also du musst ja quasi das Theoretische in der Praxis dann umsetzen. Deswegen dachte ich immer, Praxis vereint beides. Aber wenn du darüber hinausgehst, irgendwelche tatsächlichen Sachen lernen willst, wie man Sachen behandelt, wie Jay schon sagt, medizinisch oder keine Ahnung, wenn du selber mal Lehrer werden willst oder so, klar, dann musst du da ja viel mehr Hintergrundwissen und ganz viel Theoriekram auch haben, ja. Weiß ich nicht, aber in der Schule sehe ich das irgendwie nicht so wirklich. Wobei, wenn ich theoretisch die Möglichkeit gehabt hätte, statt Praxis Theorie zu machen, dann hätte ich wahrscheinlich auch lieber gehabt. Und da sind wir wieder beim schon, Thema, ne? Wie E-Sports. Ja, du sagst schon, ne? Du bist so sportlich, du warst so gut in Sport. Ja, ich war gut in Sport, aber ich hätte nie gesagt, dass ich irgendwie da Bock hätte, einen Test zu schreiben oder so oder was zu lernen müsste. Also, ja, wenn du dafür das nicht hättest in Sovi oder Mathe machen müssen, hätte ich schon einen Sportleistungskurs auch gerne selbst nicht angenommen. Nee. Hätte ich nicht gemacht. Ich will ja was fürs Leben lernen. Also für mein Leben, was ich dann gewählt habe. Also ja, das Schule, hätte mir sogar was gebracht. Da hättest du, glaube ich, ich glaube, in Sportleistung müsst ihr teilweise Muskeln und so einen Scheiß lernen auch. Ja, für dich wäre das vielleicht noch wirklich so. Mich wäre, glaube ich, gar nicht so langweilig gewesen. Sport, LK. Prüfung. In der Schule habe ich tatsächlich meine Fächer und sowas nie ausgewählt nach, was will ich lernen, beziehungsweise was will ich fürs Leben lernen, sondern immer ausgewählt nach, wo kriege ich den besten Schnitt. Ja, wie kriege ich am einfachsten den besten Schnitt im Endeffekt? Ja, aber das Problem ist ja auch oft ja das, was deine Interessen sind, also das, was du auch später machen möchtest. Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, das, ja, aber das, nicht nur das, das ist ja auch, der beste Schnitt ist ja auch das, was dich prinzipiell am weitesten bringt. Ja, ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn in Physik dich dann mega für interessierst, aber schreibst halt eine 5, kannst du im Zweifel das, oder eine 5 aus der 6, kannst du deswegen im Zweifel sitzen bleiben. Und das bringt dir weniger fürs Leben, als wenn du sagst, okay, scheiß auf Physik, dafür mache ich dann halt Biologie, dann interessiert mich zwar ein Scheiß, aber da schreibe ich wenigstens eine 3 drin und bleib da nicht sitzen. Wobei selbst schon insofern recht hat, in der Regel schreibt man in den Fächern, die einen persönlich interessieren, auch bessere Noten, weil einem das Lernen auch leichter fällt irgendwie so, ne? Also ich habe nicht umsonst Mathe-Leistung genommen, nicht weil ich da easygoing hatte, sondern weil ich da halt Bock drauf hatte und das für Ingenieursberufe halt brauche. Ja. Und hat er auch nichts gebracht. Heute machst du das auch nicht mehr, oder? Ja, aber vielleicht bald wieder, oder was heißt bald? Vielleicht ja, vielleicht bald wieder. Ja, okay. Aufbruch 2.2. So viel zu den Winzen, Peter. 1.0, Peter. Es regt sich nicht über die bald Witze von irgendwann, meine ich, mein Gott. Ja, sorry. Leute. So, wir kommen mal alle wieder runter. Wir gehen mal kurz in eine Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder da. Also bis gleich. Ciao. Hi, ich bin Anna. Hi, Anna. Ich bin Christian Grey. Hättest du Bock, dich von mir stalken und sexuell erniedrigen zu lassen? Ja, aber nur, wenn du danach richtige Gefühle für mich entwickelst. Deal. Ende! War euch diese Zusammenfassung von 50 Shades of Grey nicht professionell und sexy genug? Dann geht auf audibletrial.com/peatcast und meldet euch für einen kostenlosen Probemonat an. Dann könnt ihr euch das richtige Hörbuch von 50 Shades of Grey besorgen und mit offenen Schenkeln die erotische Stimme der Sprecherin genießen. Wenn ihr euch über audibletrial.com/peatcast anmeldet, bekommt ihr ein Hörbuch komplett umsonst und könnt auf all euren Geräten gespannt lauschen. Und das Beste ist, dass ihr den Probemonat ohne Probleme mit ein paar Klicks kündigen könnt, wenn es euch nicht gefällt. Ich habe es selbst ausprobiert. Also meldet euch unter audibletrial.com/peatcast an und unterstützt den Peatcast. Wir sind zurück. Beim Peatcast. Beim zweiten Teil vom Peatcast. Beim zweiten Teil. Oh, Sepp macht gerade so radiomäßig. Ja, immer die Background-Sachen. Ja, so, die Wiederholung und so. Du musst auch so Effekte einbauen und so. Ich weiß, ich habe jetzt gerade eins live nicht auf den Ohren, aber die haben da auch immer so komische Effekte drin. Mhm. Und nun, die Verkehrsmeldung. Teilweise aber ganz cool. Ich finde das auch cool. Das also, auch. Das war nicht negativ gemeint. Was ist denn euer Lieblingssender? Big FM. 1 live. Ja, 1 live. Ich kenne aber auch nicht viel mehr, ehrlich gesagt. Also. Big FM habe ich nie viel gehört. Bram schwert ja da drauf. Hat er schon häufig Big FM ist manchmal so mega kommerziell und einfach so ein bisschen aufgedreht. Moment, kommerziell ist aber 1 live doch auch, oder? Okay, echt mal. Wo ist denn 1 live? Alter, gerade 1 live. Was? Da läuft doch alles. Nein, ich meine jetzt, dass sie so ein Sellout machen, was Werbung angeht und alles bei Big FM. Die haben genauso viel Werbung wie 1 live. Also dürfen meinst, die ja nicht. Du meinst ja, aber die haben mehr Kampagnen innerhalb der Shows und so einen ganzen Scheiß.
Zum Beispiel? Weißt du? Die Modetipps powered by hier und bei hier. Ja, weil. Ich weiß schon, ich verstehe, was du meinst. Ich kann, nur nichts dazu sagen, weil ich den Sinn dann nie höre. Bram muss jetzt entweder protestieren oder zustimmen oder sagen. Also die sind auf jeden Fall mehr auf Gelder angewiesen halt als 1 Live. Und ja klar, weil die auch die GZ in Arsch geschoben bekommen. Wow. Halt mehr verkaufen und haben dadurch mehr Produktplatzierungen, die auch manchmal nicht so mega gut gemacht sind, finde ich. Okay. Ist halt also Live hat ja, worauf die halt mega oft hinweisen, ist halt bigfm.de. Aber ganz ehrlich, das macht halt 1 Live und auch. Facebook von jedem. Ja, gut, okay. Facebook von den einzelnen Leuten. Das ist dann immer halt Moderator unterstrich bigfm. Oder so ähnlich. Ja. Aber also die Moderatoren, den Morgenhans, den finde ich manchmal auch echt ein bisschen anstrengend und nervig. Der Morgenhans, Der ist ja bei. Die auch mega stressig, den Morgenhans. Peter, was sagst du dazu? Bei mehreren Sachen auch drin. Das Geilste ist Trooper-Show, Alter. Ein Schwarzer mit blonden Haaren. Der Trooper, Haaren. Der ist richtig, also ohne Scheiß, der ist richtig gut und lustig und der hat auch eine gute Show. Ja, und der hat auch Big so FM ist gerade nicht mal was der gehört. Der hat so eine krasse Stimme, ohne Witz. Der hat echt so eine nice Stimme. Aber ganz ehrlich, bei der Stimme hört man schon, dass der schwarz ist. Das ja. ist jetzt no offense hier, aber. Der spricht halt auch voll Ghetto, das ist voll geil. Das ist voll Gangster-Hip-Hop-mäßig. Und er macht halt dann auch immer so eine, die Wochenend-Show oder Wochenend-Ankündigung-Show. Ja, da kannst du anrufen. Die geilste Musik. Auf! Und dann darf der Zuschauer mal antworten, Big FM, voll nice, wa? Was für die Big das FM mit der Stimme und dem Schwarzhören ist gefährlich, ja. Ich habe so ein YouTube-Channel, der heißt Videogame Donkey. Der macht, glaube ich, die witzigsten Gaming-Videos, die es gibt auf der Welt. Also ich lache mich da jedes Mal Schrott. Und ich hätte schwören können, dass der schwarz ist anhand der Stimme, aber ist er nicht. Nicht? Aber er heißt, der Trooper, der Don, ist dunkelhäutig. Ja, hier. Man kann schwarz sagen, Sepp. So sieht er aus. Ja, wer weiß, ihr wisst ja direkt von Jay wieder gedoomt. Ja, der hat schwarz gesagt. So sieht er aus. Oh mein Gott, der erinnert mich aus dem Typ aus dem fünften Element. Samuel L. Jackson. Nein, Mann, der Typ aus dem fünften Element, auch der Moderator. Das ist nicht Samuel L. Jackson, das ist der Typ, der mit Jackie Chan schon mal gekämpft hat. Oder? Was? Ich gar nicht. Rush Hour, die Rush Hour-Filme. Ja. Das ist so Jackie Chan mit dem Schwarzen. Ach, der, ja. Nee, wie heißt der denn nochmal? Ja, das überlege ich gerade auch. Ja, Scheiße. Aber Peter, das findet man raus, denn. Ja, ich bin gerade dabei. Jackie Chan und. Chris Tucker. Chris Tucker. Ah, genau, Chris Tucker. Ja, nur und der hat nicht so einen Bart, das stimmt. Und ich glaube, der Chris Tucker war auch der Typ. Ja, das war der Typ, der den Typen beim fünften Element gespielt hat. So, jetzt schicke ich euch mal ganz kurz ein Bild von dem Typen, den ich meine. So. Und daran erinnert mich der Typ, von dem ihr gerade ein Bild geschickt habt. Das ist jetzt gerade das Spannendste auf der Welt für die Podcast-Zuhörer tatsächlich. Nice. Ja, wir blenden das jetzt wieder ein, wie immer. Ja, wie immer. Wenn das Dummi macht hat, möglich. Ach, krass. Okay. Trooper hatte sogar schon hier Charts Platz Nummer 4 und 6 in Deutschland. Der macht doch Musik, wusste ich gar nicht. Echt? Ist das ein DJ? Ich meine schon, ne? Deutscher Rapper und Schauspieler. Oh. Beziehungsweise bei Wikipedia. Oi. Und Radiomoderator, das ist ja. Wieso steht denn das da nicht? Da steht echt, Trooper da Don ist ein deutscher Rapper und Schauspieler. Da steht denn das echt nicht, weil der Radiomoderator ist. Also in dem Lebensabschnitt steht er dann halt doch drin, aber oben in dieser Kurzbeschreibung steht nur, ist ein deutscher Rapper und Schauspieler. Okay, wenn der Schauspieler ist, wo hat denn der schon so mitgespielt? So, Diskografie. es gibt nur eine Diskografie, es gibt keine Filmografie. Nice! Oh, schade. Ich glaube, man könnte oben Schauspieler einfach mal durch Radiomoderator austauschen, weißt du, dass alles viel mehr Sinn ergeben. Wahrscheinlich. Ah, der war in Erkan und Stefan. War der mit da hat er ja. Der ist ja so, als wenn ich bei Kartoffelsalat mitgespielt hätte. Der Tod kommt krass, Alter. Ich fand damals den ersten Erkan und Stefan-Film sowas von witzig einfach nur. Boah, nee, gar nicht meins. Ich hab mich Schrott gelacht, aber. Und der hat noch in Yvette, ich will und die schwarze Kolonne mitgespielt. Voll, ey. Und in der in der Fernsehkomödie das total verrückte Wunderauto. Ja. GG Trooper. Wer kennt's nicht? Aber der hat einen geilen Namen. Und Spaß. Also, der heißt in echt, er ist Toyin Taylor. Toyin Taylor? Ja. Der müsste Werbedeal mit Audi machen.
Dann tritt er auf unter dem Namen Audi TT. Ja, auf jeden Fall, den mag ich halt. Okay. Ja, aber das rechtfertigt bei dem den dachte ich mir direkt Sender. Ja, der, wenn ich denke mal, er mag ein bisschen mehr an dem Sender als einfach nur diesen einen Moderator. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt die Musikauswahl halt deutlich besser als bei 1Live. Ja, die Musikauswahl ist echt nicht schlecht. Das kann man auch so zugeben. Musikauswahl ist natürlich beim Radiosender auch nicht ganz unwichtig, würde ich jetzt mal sagen. Ist halt ein bisschen moderner, mehr Richtung Hip-Hop und auch mal ein bisschen lauter, ne? Ja, genau. Da hast du halt nicht nur die ganze diese Katzenschleicher im Hintergrund, die du hörst. Ja, Radiomusik ist ja sowieso so eine Sache, ne? Also irgendwie, das ist ja absichtlich so gemacht, dass du einfach nie über die Musik groß nachdenkst, aber die irgendwie dir immer ein gutes Gefühl gibt. Da kann ja halt tatsächlich nicht viel Spannendes dann bei rumkommen, sag ich jetzt mal. Ja, aber wie gesagt, bei Big FM habe ich mich schon öfter erwischt, dass ich im Auto sitze und am Singen bin oder so, weil ich den Song gerade so geil finde. Ja, das ist cool. Ja, aber du hast recht natürlich, die sind auf jeden Fall kommerzieller als 1Live, aber das liegt halt unter anderem auch daran, dass die keine GZ haben. Ja, genau. Ja. Beziehungsweise das heißt ja jetzt mittlerweile anders. Hier, Hausverwaltungsbeitrag, keine Ahnung, wie er heißt. Man muss mir wieder zahlen. Ich, aus Prinzip gebe ich keine Einzugsermächtigung und warte immer so die erste Erinnerung ab, wo es noch keine Mahngebühren gibt und dann bezahle ich immer erst. Einfach nur, um die abzufucken. Fuck die natürlich null ab, weil das alles komplett technisch ist, aber das ist einfach nur so ein persönliches Ding von mir. Der Computer wieder eine Millisekunde wieder verschwendet für Peter. Ja. Der Drucker musste mal wieder ran. Ja, vielleicht ist er genau in dem Moment kaputt gegangen, weil der Peter wird es nie erfahren, aber der Drucker druckt in den, also das letzte wird auch so ein Fuck-Yeah-Bild. Und in meiner Realität geht der Drucker jedes Mal kaputt, wenn die mir die Erinnerungen schreiben müssen und deswegen grinse ich mir dann einen in mich rein. Wahrscheinlich ist der Postbote einfach mittlerweile viel mehr abgefuckt über dich, weil du wieder einen Brief mehr verursacht hast. Ja, da kriegt er schon hin. ich nutze mittlerweile die GZ-Gebühren viel mehr als früher. Jan Böhmermann hat da viel mit zu tun. Eigentlich ist das der Einzige. Wenn ich so aber oder nee, so samstags morgens, weißt du, wenn man bei der Freundin ist oder die Freundin bei einem und man sie wieder nicht einigen kann, so dann beim Frühstück guckt man halt ZDF-Info, weil da meistens irgendeine Kochsendung läuft und das, Kochsendung finde ich einfach geil. Kochsendungen machen Spaß zuzuschauen. Und gerade beim Frühstück ja auch passend, ne? Ja, finde ich auch. Da kann man sich auch so Tipps holen oder mal wieder so Ideen holen und so. Ich finde das ganz cool. Ja, ich hab mir übrigens ich habe mir so ein Grill geholt, so ein Tischgrill, ne, kein richtiger Tischgrill, ich weiß nicht, wie ich das nenne. Nee, so ein richtiger Grill. So, wo du Fleisch so oder andere Sachen. Richtige Qualität. Du hattest doch schon einen richtigen Grill. Nein, nicht so ein Grill, so ein Ding, wo du so Platten von oben und von unten hast, weißt du? Der Gerät. Ja. Ein Feder hat sich jetzt einen Dönerspieß gekauft. Zu einem Motto. Nee, ich weiß immer noch Döner. Ich weiß immer noch, was hast du? Ja, Peter hat sich eine Sonnenbank gekauft. Hast du ein Bild davon? Ich will gar nicht. Blend mir jetzt auch ein. Jetzt. Ja, boah, damit geil, man wenigstens oder? Einen Namen mal hat von dem Ding, was das ist. Also, er hat sich einen Tischgrill gekauft, der wiederum kein Grill ist. Ja, kein, also. Ah. Ja, mach, genau mach, das macht man denn damit? Das reicht mir schon. Sag mal einfach, was Grill. Das ist ein Opti-Grill. Aha. Ein Opti-Grill. Ah ja, guck mal, damit kann man doch schon mal was anfangen. Das kann man nämlich jetzt bei Google eingeben. So heißt das Ding, glaube ich. Was ist das denn? Ach so, du hast einfach so eine Art Sandwich-Maker. Ach, so ein Sandwich-Eisen. Ja. Ja, also das ist jetzt aber schon stark runter verdummt, ehrlich gesagt. Ja, ja, musst du natürlich zum Sandwich-Eisen. Das Sandwich-Eisen hat doch nur noch den schrägen Strich drin, um die Toastheften zu trennen. Genau. Sonst ist das Gerät das Gleiche. Das Ding, weil ich, das macht die perfekten Steaks. Das kann ein Sandwich-Maker nicht. Ja, wenn er diese Kante rausbricht, ja, womit die Toast getrennt werden kann, hat das auch. Oder du lebst einfach damit, dass dein Sandwich aussieht wie ein dein ich habe noch nie was von gehört. Steaks nicht zum ersten Mal. Das ist halt einfach, das ist für mich persönlich ist das eine Alternative zur Pfanne. Ja, so. Das ist ja auch. Und wenn ich jetzt Fleisch zubereite, mache ich das wahrscheinlich nur noch damit, weil das erstens deutlich schneller geht und zweitens viel geiler ist, weil das automatisch auf den Punkt macht. Und zwar perfekt.
Ich war gestern extra beim Rewe, hab mir ein Stück Fleisch geholt, hab das da reingeworfen, der macht halt alles vollautomatisch, sagt mir, okay, jetzt ist Rare, nee, hab ich noch keinen Bock drauf. Echt? Okay, jetzt ist Medium, alles klar, jetzt hol ich das. Ja, der macht halt automatisch, der weiß, wie dick das Fleisch ist, da checkt er und dann grillt er entsprechend. Du kannst halt What einstellen, okay, ich hab jetzt Red Meat oder ich hab jetzt Huhn oder wie auch immer. Und dann checkt er das und dann sagt er dir, okay, ist jetzt Medium. Hab ich rausgeholt, hab aufgeschnitten, war fucking Medium, war perfekt einfach nur. Alter. Und sowas würde ich halt mit einer fucking Pfanne nicht hinkriegen. Okay, das ist ziemlich geil. Das habe ich aber auch noch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Welchen hast du denn? Ich weiß nicht, ob ich dafür Werbung machen will. Ja, dann schick mal einen Link. Mit dem großen T am Anfang. Ja, mit dem großen T am Anfang. Genau. Den GC702D. Genau, den. Alles klar. Weißt du, das kannst du mal halt so bei Amazon als erstes finden. Erstmal bei uns in der Videobeschreibung auf den Amazon-Link klicken, ja, weil Affiliate-Programme ganz wichtig sind. Und dann kaufen. Also wir haben in keinster Weise in irgendeiner Jetzt habe ich ein gutes mit Gefühl. Denen zusammen oder so. Nee, ich hatte nur Silvester jemanden mit zu Red Gast, Bull der davon geschwärmt hat ohne Ende. Und da dachte ich mir, musst du dir mal angucken. Und das ist halt schon faszinierend. Also das wirklich, hört sich echt gut an, ey. Oder? Ja, ich hört sich besonders dann gut an, wenn ihr über den Amazon Affiliate Link kommt. Nur dann habt ihr ein richtig gutes Gefühl in der Hose. Vor allem mega easy sauber zu machen, hat halt direkt so ein Auffangbecken für Fett und so weiter und so fort. Also ich habe bisher nur rotes Fleisch damit gemacht, halt einmal, ja, also ich werde das nochmal ein bisschen weiter testen, ja. Ich würde dir auch nicht empfehlen, damit schwarzes Fleisch zu machen. Ne, es gibt ja aber noch weißes Fleisch. Ah. Also es ist ja oder schon ein Unterschied, ob du, ja, Fisch, Beispiel, also ich habe mir auch schon ein paar Fischrezepte rausgeholt, ja. Was, sind und, denn, also was willst du denn für Fischrezepte bei einem Opti-Grill machen? Fisch rein, Fisch andrücken, Fisch raus. Fisch raus, ja. Ja, bei Fisch gibt es nicht so viel Variation. Ja, gut. Oder meinst du kannst halt, meinst es gibt du, halt unterschiedliche Marinaden und so weiter und so fort. Und okay, halt aber du kannst da jetzt so. Nicht, ich kann da jetzt nicht so eine ganze Dorade drin grillen, oder? Ich habe keine Ahnung, was eine Dorade ist. Den ganzen Fisch, den ganzen Lachs. Doch, groß. Also passt da nicht rein. Also ist schon größer, als ich dachte. Aber Lachs ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Ja, ja, nee, schon klar, aber Lachs kennst du. Also da passen drei Steaks nebeneinander easy rein, also, und zwar nicht krass. Die kleinsten. Also der ist größer, als der auf dem Bild aussieht. Voll geil. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Hat eine gute Bewertung. Ich finde sowas immer super. Bewertungen finde ich super wichtig bei solchen Sachen. Weißt du, wenn du dir die Bewertung bei Amazon bei irgendwelchen Spielen anguckst, weißt du, wenn du EA-Spiele siehst, dann kann sich EA schon glücklich schätzen bei 3 Sternen. Ja. Die halt immer einfach nur die Troll-User einfach immer EA einfach downvoten. Wegen allem. Egal wie gut das Spiel ist oder schlecht. Aber bei sowas, ja, finde ich, ist das ja. Halt echt sowas. Da finde ich das, diese Bewertung immer sehr repräsentativ bei keine Ahnung, so Kochsachen und so ein Zeugs. Ich achte gucken, da auch mal drauf. Bei Geräten halt. Ja, ja, bei so bei Küchengeräten und so, ja. Über unseren Amazon-Link kaufen, kriegt ihr viel günstiger. Boah, voll geil. Ich werd am Sonntag werde ich ausprobieren, damit Hamburger Patties zu machen. Mal gucken. Geil. Die sind jetzt allerdings auch nicht das komplizierteste auf der Welt. Finden wir wieder krass, zugeben. Wie weit du im Voraus immer weißt, was du isst. Ich weiß nicht mal, was ich gleich zum Frühstück essen werde, nachdem wir den. Ja, nachher kommt halt meine Freundin und da habe ich halt, war ich gestern einkaufen deswegen und habe dann halt schon geplant, was es am Wochenende gibt und habe eingekauft. Ja, dann würde ich halt, also für heute würde ich dann heute einkaufen, für morgen und Sonntag dann morgen. Nee, dann ist mir echt zu stressig. Nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Voll lustig. Ja. Meine Freundin lustig, oder? Ist derzeit in Leipzig. Und die will einen Eierbecher haben. Ich erkenne einen Übergang. Ja. Die ist in der Messe Leipzig, weil da Tierärztekongress ist. Ich hatte Pferdemesse. Und rat mal, wo wir nächste Woche sind. Boah, Köln-Messe. Krass. Ja, Köln-Messe, genau. Nein, leider falsch geraten. Gamescom. Auch nein. Auf der Leipziger Messe. Genau, das ist nämlich Leipziger Buchmessen. Fand ich so voll witzig. Und meine Freundin postet mir die ganzen Bilder vom Poster von der DreamHack. Es gibt schon ein DreamHack-Netzwerk, wo sie sich drin eingewählt hat und so Zeugs. Damit sie ihr WLAN hat. Das ist alles schon für die DreamHack vorbereitet. Ja, schon quasi. Alles fertig. Das ist ja gut, die kann auch schon mal, cool. Ein paar Restaurants raussuchen und so. Ja, Dreamhack. Da werden wir demnächst noch Karten verlosen, wa? Ja, ich glaube, die ist ausverkauft ja schon seit Monaten oder so. Die war ja super schnell ausverkauft. Und wir haben noch 2 All-Free-Tickets, machen wir aber nächste Woche auf unserem Kanal irgendwo.
Werdet ihr sicher mitbekommen, genau. Für alle regelmäßigen Zuschauer unserer Spasti-Formate, die werden es mitkriegen. Für Podcast-Zuhörer, die gehobenes Niveau haben und den besten Podcast Deutschlands hören, ja, die muss es nicht interessieren. ja, DreamHack, ich bin total gespannt drauf. Wir werden da von XMG hingeschickt, also die haben gefragt, ob wir da nicht hinwollen und haben uns mit Laptops und so ausgestattet und dann werden wir uns da mal angucken. Wir werden von da auch viel streamen und von da Videos machen und so weiter und so fort. Das ist eine spannende Nummer. Bisher habe ich gerade, was solche Riesenveranstaltungen angeht, ich glaube, wie die meisten von uns, nur die NorthCon-Erfahrung. Und ich ja gar nicht. Und du gar nicht. Du warst bei der NorthCon gar nicht. Ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Abstand, das stimmt. Aber NorthCon war schon cool. Ich meine, NorthCon war auch anstrengend, aber NorthCon hat auch coolen Flair. Aber Flair war nicht da, leider. Ja, Flair hat seine Steuern wieder nicht bezahlt. No. So, weil das ist ja, also für die Leute, die gar keine Ahnung haben, was die DreamHack denn ist. Also DreamHack an sich ist ja, glaube ich, so ein internationales Ding. Ja? Also da gibt es ja überall irgendwie solche riesige Veranstaltungen. Ist die größte nicht die in Schweden? Ich glaube schon. Aber das ist jetzt so gefährliches Halbwissen irgendwie. Ist gar nicht gefährlich. Ist ja nicht schlimm. Wenn du was Falsches sagst, kriegst du ja keinen auf den Deckel. Ja, stimmt auch wieder. Also vor allen Dingen sind die, glaube ich, auch im E-Sports-Bereich mega bekannt, weil die halt auch eigene Turniere veranstalten, dann immer auf ihren Veranstaltungen, wo es auch ordentlich Preisgeld gibt, vor allen Dingen auch im internationalen Bereich. Jetzt in Deutschland weiß ich gar nicht, was da passieren wird. Noch nicht zumindest, ich muss mich da mal einlesen. Aber wie gesagt, es ist eine riesige, riesige LAN-Party mit großen Hallen, die dann gefüllt sind mit Leuten, die zocken. Und gleichzeitig halt auch so ein E-Sports-Tournament, wo es Hallen oder eine Halle mindestens gibt, die halt für E-Sports ist, wo man halt Profispielern zugucken kann, mitfiebern kann und so weiter und so fort. Und dann gibt es sogar so Stände von Entwicklern, wo du Spiele anspielen kannst, also vielleicht auch so ein bisschen Mini-Gamescom-Style. Also, aber alles natürlich viel kleiner als Gamescom. Also, ich freue mich da richtig drauf. Ich glaube, das wird ganz geil. Die sind im Guinness-Buch der Rekorde. Oh. Mit wem, ey? Die größte LAN-Party. Was? Mit über 20.000 Leuten. Also Zocker. Oh, 20.000 ist schon mega Docker. Geil, ey. Holy shit. Plus dann halt noch, was da noch rumrennt. Waren. Das wird wieder mega witzig. Ich kann mich doch an die NorthCon erinnern, wenn dann die Leute dann da ihre eigenen Tarnnetze und so über sich drüber packen. Ich weiß doch genau, was die da für Konstruktionen teilweise hatten, um sich da so ein bisschen abzuschotten auch noch von den anderen. Um dann halt so dieses Clan-Gefühl da zu machen oder so. Das war mega cool. Das wird bestimmt dort auch Moment, ich lese gerade auf der Internetseite, dass es 1.000 Besucher sind? In Deutschland jetzt? Kann sein, ja. Ja, warte mal. Man, der E-Sports-Bereich ist nur eines von vielen Highlights auf der DreamHack Leipzig. So feiern im Rahmen des Festivals mehr als 1.000 Gamer 56 Stunden lang die größte LAN-Party Deutschlands. Darüber hinaus, Ausstellungsbereich Dream Expo, Hard- und Softwarehersteller, ja, bla bla. Dream Store, der vom Mediamarkt vertrieben. Okay, damit haben wir nichts zu tun. Okay. Ja, interessantes Ding. 1000 ist jetzt, klingt jetzt im Vergleich zu 20.000 nach deutlich weniger, aber ganz ehrlich, vielleicht ist das sogar angenehmer, weil 20.000 ist schon eine Nummer. Also 20.000, da muss ja komplett die Gamescom einmal komplett als Fläche nehmen, wahrscheinlich, ne? Ist das nicht sogar die erste? In Leipzig. Voll geil. Eine Trivia zu DreamHack, während Jay noch überlegt. Bei frühen Veranstaltungen gab es in den Hallen Probleme aufgrund der rund 1 Megawatt Abwärme, die von den 1000 Computern produziert wurden. Und so herrschte zeitweise Temperaturen von über 30 Grad. Die im Sommer 2004 installierte Klimaanlage, die Kühlwasser aus einem nahegelegten See bezieht, konnte die Temperatur auf moderate 20 bis 25 Grad senken. Oh man, nice. Ich auch so geil, weißt du, dass man See abzapfen, wenn irgendeiner eine LAN-Party macht. Wisst ihr, was ich gerade mega witzig finde, Leute? Wir werden ja dahin geschickt von XMG, ja, die sind ja auch offizieller Partner und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich gerade die DreamHack Stream Area, ja, wo so Leute wie Miss Rage und Dalukat und Mrs. More Games schon angekündigt sind, ja. Die wird gesponsert von Alienware. Jetzt bin ich verwirrt, das ist doch, das ist doch voll der Gegensatz. Don't know. Tja. Wissen wir nicht. Wir sind da. Auch in der Stream-Area, glaube ich, und werden von da auch streamen. Das ist zumindest das, was irgendwie. Dann haben wir halt unsere eigene XMG-Stream-Area. Ja, wäre auch geil, so, echt, weißt Mann. Du, so Profi-Area. Aber Miss Vlog ist auch da, cool, freue ich mich. Ich kenne die mal wieder. Miss Rage, nicht Mrs. Vlog. Miss Rage kenne ich nicht. Das ist eine Streamerin.
Ah, die alte. Achso, die! Keine Ahnung. Da werden einige da sein. Mori, habe ich gehört, ist da. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Achso. Habe ich gerade auch schon gesagt. Echt? Mori hast du auch gesehen? Ja, gut. Ja, also, ich glaube, Mori ist auch da. Rede ich ein bisschen leiser. Die ich nicht erzählt habe, sind. Revi ist, glaube ich, auch, oder? Ponyhof und. Ponyhof? Ja, Ponyhof. Also, offenbar internationaler Typ. Und Velafee. Was? Velafee? Ist die Sängerin? Ist ja, ich wollte gerade sagen. Die spielen aber interessante LOL. Spiele teilweise. LOL also ich meine, die spielen natürlich solche Sachen wie Dota, Counter-Strike und so ist dabei, ja. Aber die haben auch so LAN-Turniere für Bloodline Champions. Für was? Was ist das dann? Ja, genau. Jetzt kommt ein Bram. Weiß ich noch nicht. Aber also. Wenn ich da drauf drücke, dann zeigt er mir, wer gewonnen hat. Gab 10.000 Euro Preisgeld sogar dafür für den Gewinner. Was? Kann ja nicht so mega klingen. Was ist denn Bloodline Champions, Alter? Ach, Leute, da habe ich mal der Trash Night gespielt mit Hardy. Okay. Turniere auf der Dream. Ich glaube, das war die zweite Trash Night, die wir jemals gespielt haben. Guck mal, und jetzt gibt es da schon Turniere für. War denn ein gutes Spiel? Wahrscheinlich nicht, war. Eins von den 100.000, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, weil die einfach so Achso, waren. Okay. Du erinnerst dich nur an den richtigen Scheiß, weißt du? Sowieso immer. Ja, und den gibst du dann Jay. Aber Jay, ja. Jay, was eigentlich passiert? Jay macht dann absichtlich die Aufnahme kaputt. Und damit die Zuhörer auch mal Bescheid wissen. Muss man ja behandeln. Wie er sagt, mein Project Cats-Spiel kam, ja? Gut. Das stimmt. Das ist richtig. Und Bram hat sich nicht lumpen lassen. Aber so ein geiles Spiel zu spielen. Du hattest heute einen Stromausfall, Dennis. Ja, und warum mussten wir heute überhaupt was spielen? Weil du deine Einstellung an deinem PC nicht richtig eingestellt hattest. Hey, warte mal. Sepp! Jetzt geht los. Was denn? Du hast vor 23 Minuten den Post für die Daily Shit-Folge gemacht, die. Nee! Erst in 2 Stunden online geht. Nein! Hab ich die nicht geplant? Total entspannter Tag mal wieder. Oh. Oh, das ist aber peinlich. Ja, aber ja, jetzt können wir weiter wieder diskutieren, wer da wie schuld hat und so. Ich nehme mich mal zurück. Ah. Wer hat wo? Keiner redet. ja, also Bram versus. Nee, wir reden über das Wichtelspiel. Ja, genau. Bram hatte mich als Schrottwichtel-Kandidaten, hat mir das Spiel Football Superstars gegeben. Ich habe das zeitlich nicht vor Silvester geschafft aufzunehmen. Hab das bis vorgestern vor mir hergeschoben. Ja, die Jungs haben mich schon damit immer aufgezogen. Spiel den Scheiß doch mal endlich. Ich so, boah, nee, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Ja, das ist halt echt richtig langweilig und kacke und schieß mich tot. Und okay, dann habe ich mich da vorgestern so aufgerafft, das aufzunehmen. Habe, ich glaube, 1:15 oder so erstmal aufgenommen und hab das Spiel quasi damit, also ich hab meiner Meinung nach damit alles erreicht in dem Spiel, was ich wollte in meinem Leben. Ich hab das Tutorial gespielt, das war auch sehr lustig, weißt du, ich konnte mich halt köstlich in meiner übelsalzigen Stimmung darüber amüsieren, wie scheiße dieses Wichsspiel ist. Dann bin ich dann ins offene Spiel reingekommen. Ja, dann kommst du ja, ich weiß nicht, Bram, hast du zu weit gespielt damals? Dann kommst du in so eine geile Stadt, ja. Erstmal alles voller Puma. Ich weiß nicht, wie Puma auf die Idee kommen kann, dieses Spiel zu sponsern. Ohne Spaß, alles. Puma Store, Puma auf dem Rasen stehen, Puma als hier an den Werbebanden im Stadion, Puma, wenn du in die Stadt kommst, da in dieses offene Gelände, hast du einen Puma-Werbespot in so schlecht verpixelter Grafik, dass ich Augenkrebs davon kriege. Wie kann man nur als so ein großes, da habe ich mich auch übelst drüber aufgeregt, wie kann man so als großes Unternehmen für so eine Scheiße seinen Namen hergeben? Wie geht das? Es kam, ich weiß nicht, ob damals irgendwie schon bei Football Superstars Puma da drin war, Bram, bei dir. Aber das war echt das Shit. Das war schon immer drin. Alter, Puma war schon immer drin. Vielleicht ist das auch ein Spiel von Puma oder so. Ich weiß nicht, was da für Crackhuren daran gearbeitet haben. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, ein Spiel zu finden, ja. Und bin dann ungefähr von diesen, nach dem Tutorial, ungefähr ging 10 Minuten, dann 40 Minuten habe ich gebraucht, um ein Spiel zu finden.
Ja, ich bin die ganzen 40 Minuten lang durch diese scheiß Stadt gelaufen, hab krass gepumpt, hier mein Charakter besser gemacht, weil ich schon Level 2 war, ja, richtig geil. Und hab dann irgendwie im Chat Scheiße geschrieben, keiner hat mir geantwortet, fand ich auch super traurig, und weil halt keiner da war. Und sorry. War halt mega, mega scheiße. Und dann habe ich aber das Spiel gefunden. Und dann ging es richtig, richtig ab, ja. Steuerung von dem Spiel ist ja das abgrundtief Schlimmste, was es gibt. Du musst, bei FIFA ist es so, dass du ja mit dem linken Stick quasi deinen Spieler bewegst, ja. Und dann drückt man die Passtaste. Und dann, da wo du den Spieler hinbewegst, beziehungsweise dann so quasi hinziehst mit dem linken Stick, da schießt er dann auch hin, ja. Aber nein, das musst du bei dem fucking Spiel mit dem rechten Stick machen, wo du hinpasst, ja. Und ich bin da überhaupt nicht mit klar gekommen, dass man mit dem rechten Stick den Pass schießen muss und mit links sich bewegt, vor allem, weil es total abgehackt war. Und ich hab den Ball gehabt, wollte den klären vom Tor und hab den direkt ins eigene Tor geschossen, wo direkt gekickt. Und nachdem 40 Minuten gesucht hab, wurde ich nach ungefähr 5 Sekunden in-game gekickt. Ich hab meinen Ausraster meines Lebens gekriegt. Hab dann nochmal Spiel gesucht und hab dann tatsächlich eins direkt gefunden. Bin mit Level 80 angematcht worden. Ich glaube, Level 100 ist das höchste oder sowas. Die haben sich erst die ganze Zeit über mich echauffiert im Chat, was ich für eine Scheiß-Noob bin und so weiter. Und irgendwann ist denen aufgefallen, dass ich Level 2 bin. Und dann habe ich mich die ganze Zeit beleidigt, weil halt mein Spieler total scheiße war, nix konnte. Ich habe mich köstlich amüsiert, weil ich die natürlich die ganze Zeit dadurch getrollt habe. Und dann dachte ich mir, okay, das war jetzt eine richtig lustige Aufnahme, war richtig geil. Ich habe jetzt alles gemacht in dem Spiel, weil ich machen wollte. Drück F10 zur Aufnahme stoppen und OBS stürzt ab. Nice. Ja, die Datei war auch nicht möglich wiederherzuholen. Also Jay hat da einiges versucht und so. Ich habe Ausraster gekriegt, ja. Glaube ich. Ich war richtig mad. Das hört sich sehr lustig an. Das war auch sehr lustig. Hätte ich auch gerne was zusammengeschnitten zu, aber wenn ich jetzt bedenke, dass ich das nochmal spiele, ich glaube nicht annähernd wird das nochmal so lustig, wie es halt beim ersten Mal ist, und ich will halt kein Scheißvideo hochladen. Logischerweise. Ich kann das auch verstehen. Und deswegen, könnt ihr mich meinetwegen ab jetzt für Ewigkeiten damit aufziehen. Okay. Dann ist das halt nice. So. Hab ich halt damit Pech. Gerade erfahren, dass sowohl Stürmer vielleicht auch Sliff Floyd meine Dating-Ariane-Videos gucken. Finde ich voll nice. Ah ja, sehr gut. Hashtag Pete's Meet Morgenroutine, fand ich nice. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ja, so stehe ich auch immer auf wie in dem neuesten Dating-Ariane-Video. Klar, sonst komme ich ja gar nicht in die Pötte. Ja, ohne Koks der Anfang ist der Obershit einfach nur. Das ist auch so ein Spiel. Ich habe mir bisher auch immer nur die Anfänge angeguckt, muss ich ganz ehrlich leider zugeben, und mir das Spiel noch nicht angeguckt. Aber allein die Screenshots, die sagen schon so, oh Gott. Ich muss immer lachen, dass ich einfach die Scheiß, die ganze Portion Mehl in die Fresse ja. Das sieht so scheiße aus. Ist nicht auch Mehl in rauen Mengen so in der Nase auch gefährlich? Das kam so. Er hat sich da ja nicht durch die Nase gezogen, er hat sich das in die Fresse geworfen. Ja, aber auch so zieht er sich da doch in die Nase. Bram, hast du dir Mehl durch die Nase? War wahrscheinlich wirklich Koks. In der ersten Folge habe ich mir echtes Koks durch die Nase gezogen. Achso, okay. Mehl ist ja auch ungesund. Ja, genau. Koks ist viel gesünder. So einmal geht das doch klar. Ach ja, okay, alles klar. Jay geht ab. Oh shit, Alter. Alter, ich bin gerade überlegen, ob wir noch was zu DreamHack vergessen haben. Ich habe gehört, einige unserer Zuschauer sind auch vor Ort, was natürlich eine geile Sache ist. Kommt gerne mal vorbei. Also gerade wenn wir streamen, wird ein bisschen tricky, aber vielleicht für die Leute, die gerade nicht on camera sind, also kommt gerne vorbei. Wir werden ja auch nicht durchgehend den ganzen Tag streamen, also da wird sich sicherlich mal die Gelegenheit bieten für ein kleines Gespräch oder so. Und wir laufen auch ein bisschen rum, so über die DreamHack, und gucken auch hier ein bisschen und da ein bisschen und machen ein schönes Video. Für alle, die nicht da sind. Das Konkurrenz-Podcast-Team ist wohl auch am Start, wenn ich das richtig verstanden habe. Oho. Ich bin aber dafür, dass die dann in der Alienware-Streaming-Area sind. Die sollen ganz woanders hin. Ich will die nicht bei uns in der coolen Area haben.
Ja, die sind übrigens ganz schön. Oh, Jay, das ist lustig, dass du den, dass du den anderen Podcast nicht hörst, weil die Warum? Waren ganz schön gemein zu dir. Echt? Waren die gemein zu mir? Wieso? Ja. Warum, was haben die denn gesagt? Du musst mal reinhören, jetzt muss, Jay. Jetzt muss ich mir echt anhören. Ja, die haben halt, ich habe denen ja auf der Weihnachtsfeier erzählt, dass ich das höre und der Einzige von uns bin, der die Casts immer hört. Und da haben die so gesagt, ja, Peter ist da, weißt du, dann können wir ja sagen, Peter, gut aussehender Typ und so weiter und so fort. Da dachte ich so, alles klar. Und dann meinten die so, ja, aber den Rest können wir ja lästern, ohne dass die das mitbekommen. Und ich so, alles klar, was geht denn jetzt ab? Und dann hast du irgendwie hart auf die Fresse gekriegt. So verbal. Alles klar. Da musst du dir mal anhören, ja. Den Tipp hast du nicht von mir, ja. Also wir sind ja hier unter uns. Ich sehe schon, nächste Podcast-Aufnahme, Jay, erstmal voll am Upwagen. Boah, das sind asozial, ey. Wie können die nur? Ja, die sind aber auch sowieso asozial, von wegen so, ja, wir, bei uns kommt es nicht auf Quantität an, sondern auf Qualität. Weißt du, so erklären die sich, dass die wochenlang immer Pause gemacht haben, jetzt hier über Weihnachten und so. Sind aber nur faule Schweine sind das, ja? Ja. Bei allem dieser Domi, ey, weißt du, oh, ich bin über Weihnachten 2 Wochen bei meinen Eltern, aber da kann ich nicht aufnehmen. Ja, geht gar nicht so. Ist ja nicht. Nein. Okay, wir haben auch gut, dass ich jetzt Diablo fahren werde. Wir haben vorher aufgenommen. Geht doch jetzt schon, Jay? Nee, aber ich werde das jetzt ja machen und dann kann ich, habe ich bestimmt mal Zeit, da mit diesem komischen zweite Liga-Podcast dann anzuhören. Wo gibt es den überhaupt? Das ist unser Feed. Ah ja, okay. Okay. Und dafür iTunes? Nee. Du kannst den doch theoretisch einfach auf unserer Internetseite hören. Das ist peatspeed.de/peatcast. Oder wenn du den auf deinem Handy hören willst, dann einfach die Podcast-App. Mikkel schreibt gerade, Jay hat sich vom Server gekickt. Beleidigung im PHP. Okay, wer hat gepetzt? Das hat er selbst gehört. Wissen wir alle. Was? Jay, du Arsch! Wer hat gepetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich nicht. Nee. Keiner hat gepetzt. Das dürfen die sich jetzt selber anhören, die Spastis. So, ja, komm erstmal. Welchem hat er denn? War das der deutsche Witcher? Ja. Alles klar. Dann geht der Scheiß auf. Erstmal hier Feuer ins Öl. Eine Stunde 30 geht der, ey. Hat er mir auch. Soundfreizeichen. Ja, ich wollte sie eigentlich bannen, aber leider habe ich dafür keine Rechte. Das finde ich jetzt aber, das finde ich jetzt aber echt fies. Ey, was aber krass war. Warum habe ich Mikkel überhaupt zum Geburtstag gratuliert? Ja, weil du das dann noch nicht wusstest, ist so eine vernünftige Erklärung. Wahrscheinlich. Das sind die allerletzten. Ich hoffe, er fühlte sich richtig schlecht, nachdem ich ihn halt 2 Tage später halt zum Geburtstag gratuliert habe, nachdem er mich so heftig beleidigt hat. Ich hoffe, er fühlte sich richtig schlecht. Wie erlebt ihr eigentlich so Tode von so Personen des öffentlichen Interesses? So, ich meine, 2016 ist ja richtig behindert gestartet, sag ich jetzt mal, mit dem schönen, tödlichen Trio. Hier Lemmy von Motorhead, David Bowie und Alan Rickman. Alles klar, alles klar. Entschuldigung, ja, aber Mikkel schreibt gerade jetzt sagt nicht, ich muss mir euren Quark anhören, nur um zu wissen, wer es ihm gerade gesagt hat. Wenn die, weißt du, alleine das spricht doch schon mal gegen Mikkel, weil er weiß doch, dass nur Peter den hört. Wieso ist er denn nicht so klug und weiß dann, okay, das war Peter? Wie soll das denn Bram oder Sepp wissen? Nee, der hat wahrscheinlich gedacht, Mikkel, ich würde die niemals hintergehen, weil ich ja so ein lieber Typ bin, aber ja, sorry. Peter, dann rechne ich dir auch ganz hoch an. Ja, wer Teammitglieder hier einfach beleidigt, ja, vor allen Dingen in so einem sonderbaren Zweite-Klasse-Podcast. Ja, echt so. Und vor allem nicht mal, weißt du, hinterm Rücken beleidigen, das ist echt, ja, echt das ist das Allerletzte. Das ist eigentlich so ein Niveau, was eigentlich nur Jay macht. Also von daher ist halt echt das Allerletzte. Das ist armselig. Alter, ist klar. Domi stupst mich jetzt dauerhaft an. Okay, ich glaube, der hat wahrscheinlich gerade einen Bot geschrieben alles oder so. Alles klar. Klient kicken, Spam. Tschüss, Domi. Okay, ich wollte eigentlich auf Tode hinaus. Der Krieg ist eröffnet. Ja, Peter, ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Doch, Domi hat keine Rechte mehr, jetzt kann man die Schür wieder weiterkicken.
Zack. Oh Gott. Was habe ich getan? Wobei, ganz ehrlich, das ist ja ungefähr genau das, was ich erreichen wollte damit. Ja. So, jetzt kommen wir halt. Alan Wick ist gestorben. Quatsch, doch. Alan Rickman. Genau, David Bowie doch. Und Lemmy von Motorhead. Ja, genau. Also. Und dann noch der andere Deutsche, den ich wenig verfolgt habe. Joachim Hensel. Nee, Winterscheid. So. Weiß nicht, wie heißt der? Weiß ich jetzt gar nicht, wen du meinst, ehrlich gesagt. Doch. Fuck! Ah, doch, weiß ich. Okay, ja dann. Ah, der, ja. Wie auch immer. Also, Lemmy und David Bowie waren mir, also, was heißt, waren mir egal, aber als ich gelesen habe, okay, die sind tot, habe ich keine Gefühlsregung gehabt. Ja, da sagt man halt so, ja, Mensch, der Arme, ne, alles Gute und weiter geht's. Alles Gute im Sarg. Ich hoffe, du hast noch ein schönes Leben. Ach nee, Moment. Weil was willst du auch sonst, ne? Mit Motorhead hatte ich halt auch echt nicht so eine krasse Bindung. Also er hat halt ein paar coole Lieder rausgebracht, aber da habe ich jetzt echt nicht so. Ist halt nicht dein Lieblingssänger oder was ja. auch immer gewesen, ne? Und genauso David Bowie, ja, ist halt ein Weltstar, aber okay, gut, war bei Michael Jackson mehr, war ich jetzt auch nicht so betroffen. Bei Schumacher war ich beispielsweise, gut, der lebt sogar noch, aber bei Schumacher hat so das ganze Schicksal von Schumacher geht mir zum Beispiel viel näher irgendwie ans Herz. Weil ich halt da viel mehr mit ihm zu tun hatte, beziehungsweise ja, du warst ja riesen mein Fan. Kindheitsheld quasi ist. Ja. Und auch genauso der Snape-Schauspieler, ja, der ging mir noch am nahesten von allen dreien, weil ich halt die Filme gesehen habe und eigentlich halt ihn als Snape auch immer ganz cool fand, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wo halt noch die anderen waren. Bin ich tot! Aber trotzdem kann man ihm ja da Respekt für zollen. War der mega geil drin in Sweeney Todd. Hat er den Baron gespielt oder diesen Adligen auf jeden Fall. Ich fand den, also der war halt der Böse in Stirb langsam unter anderem. Da kannte ich den ursprünglich her. Hans Gruber. Oh, ja, genau, richtig. Da hat er halt einen deutschen Bösewicht gespielt. Was eigentlich witzig ist, weil er ein Brite ist. Aber gut. Das war halt wirklich geil. Das ist der beste Bösewicht in den Stirb langsam Filmen, meiner Meinung nach. Und seitdem habe ich den so ein bisschen ins Herz geschlossen gehabt. Ich habe jetzt nicht seinetwegen irgendwie ganz viel alle seine Filme geguckt oder so. Aber der ist halt so ein Name gewesen, wo ich jetzt auch überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich wusste auch gar nicht, dass der an Krebs erkrankt war. Und das kam jetzt so wirklich so aus dem Nichts. So. Und als ich das gelesen habe, war das echt so, wie so ein ganz kleiner Schlag so in den Magenbereich. So dachte ich so, wow, irgendwie, du kanntest den Typen nicht, aber der hat dich trotzdem irgendwie so berührt, dass wenn der stirbt, du irgendwas fühlst. Ja, na, so ein bisschen halt betroffen bist zumindest. Ja, richtig. Und du sagst, boah, Mensch, warum musste der denn jetzt schon gehen? Na gut, ich weiß warum, wegen fucking Krebs, aber. Ja, ich wusste es aber nicht und dann denke ich so, Mensch, so alt war der doch noch gar nicht, dass er. Ja, das war auch so der erste Gedanke, ja, stimmt. Das Zeitliche gesegnet hat. Und dann hat er wahrscheinlich wieder. Meistens ja Krebs gehabt, was ja echt tragisch ist und nicht schön. So weißt du, traurig, wenn man immer zwischendurch lachen muss, weil jetzt Domi geschrieben hat, du hohen Kobold, also alles in Caps, du hohen Kobold, geh Diablo Playmobil spielen. Mein Domestik, geil. Ja, hier muss ich leider auch so, bleibe auch nicht im PHP. Keine Eier, Herr Eierland. Schön, Andi. Muss leider auch noch mal raus. Ja, ihn muss ich ja auch noch kicken, er hat auch mitgemacht. Echt, Mann. Und wer kickt dich jetzt? Ich. Ey! Ey! Da wollte er gerade ausholen. Ach ja. Kleiner Spaß muss auch sein. Es ging mir halt irgendwie viel näher, als beispielsweise letztes Jahr Christopher Lee gestorben ist. Weil das ist halt für mich eine ganz andere Klasse nochmal an Person, weil der halt einfach so witzig, so einer der größten Schauspieler für mich ist. War. Christopher Lee. Zumindest super coole Leute verkörpert. Person. Christopher Lee hatte, glaube ich, das spannendste Leben aller Zeiten. Ja. Der hatte schon mal einen Dreier. Das kann sehr gut sein. Dann hatte wahrscheinlich auch der Typ, der Lemmy und der David Bowie mit Sicherheit auch und
Weil war der andere Alan Rickman, ja gut, das weiß ich, ob der Hermine und Harry genommen hat. Der hat schon mal Leute umgebracht. Christopher Lee. Ja. Ja. What? Der war halt bei der Royal Air Force während des Zweiten Weltkriegs und nachher bei so einer Spezialeinheit. Der war halt sehr alt. 1922 was? Geboren, da kommst du auf jeden Fall in den Zweiten Weltkrieg mit rein. Ja. Alt genug. Ja, richtig. Aber der hatte noch bis zu seinem Tod so eine Metal-Band, die Alben rausgebracht haben und so. Der Typ war einfach ein geiler Typ. Aber Alan Rickman, der war auch auf jeden Fall schade. Ich habe mir nur so drüber nachgedacht, so ein bisschen so David Bowie, ja, schade. Lemmy, okay, den kenne ich jetzt gar nicht. Ich habe Motorhead auch nicht gehört. Aber als dann Alan Rickman kam, dachte ich so, oh, shit, Alter. Ja. Ich finde halt krass, dass im Moment so viele da irgendwie an Krebs sterben, ey. Ja, das ist echt gerade ist echt so ein das hat die Krebskrankheit für alle, ne? Ja, wird mal Zeit, dass das mal besiegt wird, die Scheiße, ey. Hat man ja ich hab's in einem privaten Kreis in einer Familie sowieso auch hier und da, ne, die Oma, dann die andere Oma, der Opa dann auch noch und der Onkel ist sowieso schon an Krebs gestorben und mein Gott! Also Krebs ist schon gut vertreten bei mir im Umfeld. Leider. Was ist halt ja auch eine harte Nummer. Schlimm ist. Und vor allem dann ist es halt auch irgendwie immer ein unterschiedlicher Krebs, der halt immer woanders sitzt und eine andere Art von Tumor ist. Ne? Also es gibt ja tausende verschiedene Arten von Krebs. Ja, für jede verschiedene Zelle deines Körpers irgendwie ein anderer Name quasi. Quasi, ja. Hat das irgendwas mit Erbgut oder sowas zu tun, Krebs? Naja, du hast halt. Weniger. Da. Ich weiß, wo die falsche Stelle zu lachen. Aber du mich schreibst, wenn du mal Schlimmeres suchst als Untertan, dann findest du nur Jonathan. Ja. Erstmal so ein Dommi rausgehauen, den fand ich lustig. Oh Gott. Oh, ja, hast du geretweetet. Krebs ist eine. Du hast eine Zelle, die hat ja da ihre DNA, ne? Wisst ihr ja. Und, es können halt Zellen entarten, indem halt die DNA quasi mutiert bei der Zellteilung und dann hast du dann eine entartete Zelle, die sich halt immer wieder teilt und teilt und teilt und teilt und teilt und irgendwann teilen natürlich sich die anderen Zellen dann auch wieder und dann hast du halt dann einen wachsenden Tumor, ja, und je nachdem gibt's halt die gutartigen, die halt nicht invasiv wachsen und die. Was bedeutet das überhaupt? Die invasiv wachsen. Und das bedeutet, ein bösartiger Tumor streut, wächst invasiv. Das heißt, der Tumor geht quasi, greift die Blutgefäße an sozusagen, wächst in die Blutgefäße rein und setzt dann quasi durch den Druck, der da so herrscht und so weiter, werden dann ein paar Zellen abgeschwemmt. Diese Tumorzellen werden dann abgeschwemmt, dann durchs Blutsystem getragen und landen dann irgendwo und sind dann, setzen sich irgendwo dann fest, meinetwegen dann in der Lunge und dann hast du da Metastasen, die sich dann da teilen. Und das ist dann halt das bösartige, invasive. Invasiv eindringen. Invasion. Und dann hast du eigentlich schon fast verloren, weil also wenn es gestreut wenn hat, du, wenn dann, du streu, kannst kaum, dann hast du kaum aufhalten. Dann ist echt kurz vor 12. Wenn nicht sogar zu spät. Da ist echt nur noch Chemokeule. Also da musst du echt immer. Also meine Oma hat jetzt schon seit 4 Jahren, glaube ich, 4, 5 Jahren kämpft die halt mit dem Krebs. Immer wieder Chemo und das zerrt doch echt an einem. Ey. Und dann mein Opa hat es dann auch noch 3 Jahre später gekriegt. und das ist schon echt. Musst du stark für sein auch. Für kämpfen dann, ne? Ja, das sagt man schön. Immer so. Ich finde das immer so verwirrend, wenn man das sagt. So, wenn du Krebs besiegen willst und ey, du bist stark, du kämpfst dagegen. Aber wie kann man denn überhaupt gegen sowas kämpfen? Also, das ist ja dann rein Willenskraft. Ja, du musst halt durchhalten. Du musst halt die auch trotz deiner Krankheit und deiner Einschränkungen und all den Schmerzen und Therapien, die du halt machst, musst du halt durchhalten und nicht irgendwann einfach aufgeben und sagen, ach komm,
ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ich gebe jetzt einfach einen Löffel ab und gut ist. Aha, ja, okay, also, verstehe ich. Das meint man meistens mit Kämpfen halt. Das Durchhalten von den Schmerzen und Therapien und Chemos und weil du ja auch persönlich total eingeschränkt wirst und auch viel auf andere angewiesen bist dadurch. Und halt auch eine Last bist dann teilweise. Und das ist echt, also das ist, glaube ich, echt nicht, das ist nicht leicht. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Das habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, ja, Krebs, easy. Easy game, kein Problem. Ja, mache ich. Ja, mache ich. Deshalb ist schon echt nicht, also wäre schön, wenn wir dafür eine Heilung finden würden. Ja. Jay, weißt du, und Jay macht fucking YouTube-Videos. Ja, echt mal, Jay. Geh doch mal. Jetzt weißt du auch, warum. Was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Du wolltest gerade kurz zu einem Forscher. Das ist schlimm. Du solltest gerade kurz zu einem Forscher und Pionier von etwas erhoben werden, aber dann hast du es selbst kaputt gemacht. Ja. Ja, ich... Ja. Ich kann mir, das ist halt, wie kann man Krebs heilen, weißt du, wie kann man dafür sorgen, dass eine zufällige Mutation irgendwo in einer Zelle eines Körpers nicht mehr mutiert? Ne, das ja, er wird das ja schon reichen, ja, dass, wenn man das sieht oder wenn man das festgestellt hat, ein Mittel zu finden, was alle wegbekommt auf einmal. Genau. Das geht quasi nicht. Ja, Leute, wir arbeiten jetzt hier gerade dran. Weißt du, gib uns 5 Minuten, gleich haben wir das. Du hast deine DNA, da hast du vier Basen, die bestehen aus 4 Basen. Das sind halt vier Bausteine, ja? Okay, ich spiele mal Not. TGI. Das ist jetzt wieder so ein Witz, den meine Mutter nicht verstanden hat. 4 Nukleinbasen, Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin. Und wenn halt quasi du dann deine normale DNA hast, ja? Adenin, 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 Adenin. Und dann, das, weißt du, die ist halt so hintereinander aufgebaut, ja? Und dann quasi ein Adenin ausgetauscht wird mit dem Cytosin, ja? Jetzt mal als Beispiel. Dann kann es halt sein, dass dann quasi neue Enzyme gebildet werden, die dann halt dafür diese Mutation sorgen oder wie auch immer. Und das geht halt quasi, es ist, ich wüsste, ja, dann schneidest du einfach die Zellen raus, die halt betroffen sind. Bob. Ja, das ist bislang die gängige Sache. Ja, nur halt, da bräuchte man jetzt so eine Technik, mit der man halt erstmal alle erwischt und zweitens dann umliegendes Gewebe damit nicht kaputt macht. Genau. Oder nicht so viel kaputt macht. Im besten Fall. Die Sache im besten Fall gar nicht kaputt machen. Ja, im besten Fall gar nicht. Die Sache ist ja so, gutartige Tumoren wachsen ja meistens dann halt auch eher rundlich und so. Bösartige Tumoren sind halt echt wie so eine Amöbe, die sich halt überall hin verteilen, und da musst du halt echt krass ins gesunde Fleisch auch reinschneiden, um das zu entfernen, damit halt wirklich alle Zellen davon weg sind. Genau, und das müsste man halt irgendwie schaffen, dass man das nicht muss. Ja, wie so ein 3D-Drucker müsste es so ein 3D-Entferner geben, weißt du, dass du einfach so sagen kannst, okay, jetzt die Zelle weg. So traurig wie das klingt, wenn Krebs geheilt ist, dann hat die Menschheit ein ganz großes Problem, glaube ich. Ja, weil es viel zu viele Menschen gibt, ne? Weil es da viel zu viele Menschen gibt. Ja, gibt dann immer eine andere Krankheit wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, dann kommt halt die nächste Krankheit. Ja, dann kommt eher dann die Atomkraft oder sowas dann raus oder so. Oder Hungersnot, glaube ich. Hungersnot eher, und Wassernot dann. Da dann eher der limitierende Faktor ist. Aber die Menschheit braucht ja immer eine Herausforderung, sonst wächst sie ja nicht, ne? Also ohne Krankheiten kannst du halt, das geht halt nicht. Das Leben ist halt natürliche Natur. Selektion. Geht halt schon. Musst halt ein paar mehr Leute killen. Glück ist halt ein paar mehr Kriege. Wie war das nochmal letztens mit dem Thema von den Robotern im letzten P-Cast? Ja, das ist ja dann nicht so schlimm. Ja, nee, das Überpopulation. Ach, dann machen wir ein paar Leute tot und dann ist gut. Ja, das haben wir doch gerade wieder gesagt. Wir haben wir sind konstant mit unserer Meinung. Fram, danke für dein tolles Zitat. Ja, gerne. Oh ja. Das ist halt die Kette. Ein Adenin an einem Adenin, ja, an einem Adenin, halt an einem nur so Adenin. Geil, als wenn du gerade Adenin, 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 Adenin. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz in die Werbung und sind gleich wieder da mit E-Mails. Also bis gleich. Tschö. Oh, scheiße, Mann. Scheiße, Alter. Hey, Typ, den ich zufällig treffe und der auf gar keinen Fall Dennis Bram heißt. Was geht ab? Geh mich auf den Sack, Junge. Ich bin gerade beschäftigt. Ich brauch Stuff.
Du brauchst Stuff, okay. Was für ein Stuff brauchst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, guck dir mal an, Alter. Ich laufe hier nur in diesen zerfetzten Lumpen rum, ja. Nix Vernünftiges zum Anziehen, nur Scheiße, ey. Ich weiß nicht, wo ich was Vernünftiges herkriegen soll. Da habe ich genau das Richtige für dich. Geh einfach im Internet auf www.peatsmeet.de/shop und du findest die geilsten Merchandise-Sachen, die du dir vorstellen kannst. Egal ob flauschiger Hoodie oder stylische Mütze oder geniales T-Shirt, alles zu vernünftigen Preisen und außerdem mit dem geilen Controller von der Let's Player-Truppe Peatsmeet. Ist das nicht awesome? Oh mein Gott! Mensch, der auf keinen Fall Peter ist, ja, du hast mir gerade die Augen geöffnet. Faszinierend. Da muss ich direkt auf die Seite klicken. Yay! Wir sind zurück mit E-Mails und dem gleichen verrückten Haufen, der vor zwei Minuten auch noch da war. Und heute machen wir was Besonderes beim Peatcast. Ich habe diesmal keine. Wir gehen die E-Mails so durch, weil ich keine vorher rausgesucht habe. Geil. Richtig, weil ich das vergessen habe. So, was haben wir denn hier? Nein, weil ich das absichtlich mal anders machen wollte. So. Also kommen jetzt die aktuellsten quasi gerade frisch reingekommen sind, ja. Oh, wieso grinst du? Wieso, was ist mit Jay jetzt schon wieder los? Ach, Jay ist einfach. Weiß nicht, ich twitter gerade nur. Ich twitter. Jay macht einen auf beleidigte Leberwurst, ist aber eigentlich nur am Beefen und Salty. Was? Das ist ja Quatsch. Ja, das ist ja Quatsch. Ich bin zutiefst beleidigt. Ja, ja. Also bevor du Jay seinen Salzstein ankratzt, ja, muss eine richtig dicke Pickaxe haben. Ich hätte echt gestern den Braten noch ein bisschen mehr salzen können. Obwohl ja, ich hab dir gesagt, du sollst da mega viel salzen. Ich hab den richtig geil massiert. Vor allem mit meiner geilen Salzstreuergerät. Nee, hab ich nicht mit deiner geiler Salzstreuergerät gemacht, weil ich wollte kleinkörniges Salz da drin haben und grobkörniges, großes Salz. Aber grobkörniges ist viel geiler und wäre es auch richtig salty gewesen. Also viel besser. Damit habe ich aber deinen Rotkohl und die Soße nochmal gewürzt. Hammer, nice. Bin ein bisschen neidisch, dass du den hast. Ich wollte da nochmal ganz kurz nachgefragt haben bei dir, wie ist denn die Soße bei dir geworden? Bei mir wird die immer sehr, sehr flüssig. Musst du andicken mit Mehl oder echt mal. Ja, Mehl nehmen oder Speisestärke? Ich habe Speisestärke genommen, aber die war immer noch. Also, wie viel muss ich denn da reinkippen? Also, eigentlich nicht so viel, Peter. Du musst aber halt erhitzen wieder, ne? Ja, ja, das ist schon klar. Okay. Aber du musst dir halt vorstellen, dass das ein ganzer Topf voll Soße nachher ist, ne? Das ist ja halt wie eine Suppe. Und daraus eine richtige Soße zu bekommen, ist nicht so einfach. Ja, Peter, ein Kilo Mehl rein und gut. Ja. Dann hast du nachher so ein Töpfchen Soße. Warum schreibt Mikkel eigentlich über die Beleidigung, beziehe ich mich bei den Beleidigungen auf den aktuellen Podcast oder die vielen anderen Ausgaben? Wie oft haben die mich denn schon beleidigt? Beleidigen die mich jede Folge? Ich sag mal nein. Das ist ein Ritual. Ich sag mal nein, alles klar. Okay. Musst du dir halt mal die Podcasts anhören, Alter. Okay. Vielleicht hab ich ja gelogen. Vielleicht haben die das ja gar nicht beleidigt. Das hört sich das aber nicht an. Weil das wäre der Shit gewesen, wenn ich das einfach gesagt hätte. Vor allen Dingen Jay, weißt du, der da nicht die Pfanne prüft, sondern direkt mal rumpöbelt. Und dann hört er sich die alle an. Ich hab nicht rumgepöbelt, ich bin verletzt worden. Ja, und dann hast du rumgepöbelt. Deine erste Aktion war, alle zu kicken. Das ja möglicherweise. Okay, komm hier, E-Mails. Moment, Sepp, warst du bei dem Star Wars Battlefront-Ding dabei? Ja, ne? Ja. Hast du. Da war ja auch so ein kleiner Junge, ne? Falls ihr euch erinnert, der im Rollstuhl sitzt, der bei uns am Reihe saß. Ja, genau, pass auf. Bram, Alter. Du hast echt heute zu den schlechtesten Mitteln. Was sagst du denn jetzt schon wieder? Alles gut. Das war der Adriano. Der hat eine E-Mail geschrieben, wo wir gerade über Krankheiten dran waren. So. Ihr habt im letzten Podcast über Krankheiten und deren Entstehung gesprochen. Da wollte ich nochmal darauf eingehen. Ich leide zum Beispiel unter der Krankheit Epidermolysis bullosa, EB. Die Leute mit der Krankheit werden auch Schmetterlingskinder genannt, da die Haut von solchen Patienten so dünn ist wie die Flügel eines Schmetterlings. Egal. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass EB auch ein Gendefekt ist und auch rezessiv vererbbar ist. So, mich würde jetzt interessieren, wenn ihr ein Kind bekommen würdet und wüsstet vor der Geburt bereits, dass euer Kind eine Krankheit haben wird, was wäre eure Reaktion und was würdet ihr daraufhin machen? Würdet ihr euch dann mehr informieren und euch darauf vorbereiten oder lasst ihr das lieber auf euch zukommen? Gibt's? So traurig, wie das klingt. Es kommt ganz drauf an, was es für eine Krankheit ist. Ob, weißt du, wenn das... Ich,
mir fallen jetzt gerade keine Behinderungen ein, die halt irgendwie die Lebensqualität so krass einmindern würden, dass ich halt echt auch, wo man sich überlegen sollte, abzutreiben, wenn das noch geht. So hart wie das klingt, aber ich will halt auch niemanden. Gibt's nicht so krasse Babykrankheiten, die auch fast immer zum Tod führen? Es geht mir nicht unbedingt nur um die Babykrankheiten, das ist ja. Ja, aber das ist ja das Schlimmste, wenn du ein Baby hast oder ein Kind, was irgendwie innerhalb der ersten 6 Jahre auf jeden Fall stirbt. Weiß ich nicht, wenn ich teilweise, ich weiß doch, ich weiß nicht genau, was diese Person hatte, aber ein ehemaliger Nachbar war mal davon der Sohn, der war halt auch irgendwie so geistig behindert, dass der quasi wirklich nur dauerhaft vor sich hin vegetierte. Und der ist halt auch schon Mitte 30 gewesen, ja, und das hat halt einen. Ja, das darfst du gar nicht sagen. Diesen Begriff lebenswertes Leben oder wie auch immer. Das ist ja schon fast Nazi-Propaganda, glaube ich. Das haben die Leute immer früher so gesagt. Aber ist sowas, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber für ihn, er kann ja trotzdem ein glückliches Leben für sich führen. Weißt du das? Gerade bei geistigen Behinderungen ist das ganz, ganz schwierig einzuschätzen, würde ich sagen. Ja, richtig. Also ich finde sowas eine super schlimme Frage und schwere Frage. Das wünsche ich niemandem, das ist ja so auch eine Entscheidung zu haben. Also er hat, weißt du, wenn ein Kind jetzt beispielsweise, sage ich jetzt mal nur, wenn ich halt weiß, okay, das Kind hat jetzt nur noch einen Arm oder sowas, ja, dann würde ich das nicht so schlimm finden, wie als wenn jetzt halt wirklich das Kind so vor sich hin vegetiert. Irgendwie so eine geistige Behinderung hat. Ich denke halt so, Menschen, die Trisomie 21 haben, die, denke ich, werden auch noch, natürlich, das sieht man denen ja schon alleine an, dass sie super glücklich sind und sich über manche Sachen freuen können. Und dass sowas auf jeden Fall ein lebenswertes Leben ist, sage ich jetzt. Boah, das ist schlimm, dieser Begriff. Gibt's da überhaupt? War denn überhaupt die Frage danach nach einem lebenswerten Leben oder einfach ja, nee, danach? Ja, natürlich. Halt also, wenn ich weiß, dass mein Kind behindert ist, dann werde ich natürlich über die Krankheit nachlesen. Das war, glaube ich, seine Frage. Ja, genau. Das würde ich auch vorher beantworten und dann die andere Diskussion weiterführen. Ich glaube, da müssen wir nicht groß diskutieren. Ja, nationalsozialistische Rassenhygiene, die ich hier gerade rausballer mit lebenswertes Leben. Oh, shit. Ja gut, das sind wir ja von dir gewöhnt. Also von daher. Deshalb beantwortest du die Frage. Der ist Bauernsteuer einfach wieder überall. Ja. Das Problem ist, dass das halt tatsächlich eine komplizierte Sache ist. Also man kann sich, es ist unmöglich, sich da hineinzuversetzen, sich wirklich in die Situation zu versetzen, weil man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich würde darüber, je nachdem, was es ist, vielleicht abtreiben, aber du kannst dir das nicht vorstellen, wenn du weißt, ey, du hast da was geschaffen, was eventuell kommt, dann ist das nicht mehr so einfach, glaube ich, dann zu sagen, okay, ist das dann lebenswertes Leben oder sowas, sondern dann bist du in einer emotionalen Situation, wo du vielleicht denkst, ja, keine Ahnung, könnte ja noch dies und könnte ja noch jenes und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass ich das dann übers Herz bringen könnte überhaupt, sondern also ich so, vielleicht wäre das so rein, wenn du das rein wissenschaftlich oder realistisch oder wie auch immer betrachtest, aber ich glaube gar nicht, dass ich das könnte, dann in dem Fall zu sagen, nee, dann versuchen wir es nochmal. Scheiße, sorry. Ja. Ich meine, wenn ich das höre, also ich meine, Adriano schreibt die E-Mail, der kann uns sehen, der ist natürlich beeinträchtigt. Der ist ja nicht geistig. Also das ist ja aber ganz, nee, also aber er ist ja trotzdem nicht geistig behindert, aber er ist ja trotzdem beeinträchtigt in seinem alltäglichen Leben. Stark beeinträchtigt, ja. Und das ist. Er hat ja, man kann ja dann auf jeden Fall was vom Leben, sag ich mal, haben. Er hat natürlich da nicht die vollen Auszüge, die halt einen nicht behinderter Mensch hat, aber das ist jetzt. Boah, jetzt bin ich schon wieder. Er kann halt sein Leben leben und kann auch Freude und er kann Trauer das auch erleben, wie halt, genau, er kann es genießen und erlebt halt Freude und Trauer, so wie andere Menschen ja auch, nur halt anders. Und ich glaube, Freude und Trauer erlebt er genauso wie alle anderen auch. Ja, genau. Ja, das meinte ich ja.
Ach so, okay. Nur halt etwas anders, weil halt die Freude dann mal eine andere Freude und die Trauer mal eine andere Trauer ist. So wie für jeden das halt immer anders ist. Aber zumindest kann er sein Leben leben und ja, bekommt das ja auch mit. Also es ist halt nicht so wie Jay meinte, mit geistig beeinträchtigt, dann ist es halt echt schwierig, finde ich. Also da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Angst vor. Also körperliche Behinderungen ist natürlich dann richtig scheiße gelaufen im Endeffekt, aber whatever, ja. Es gibt auch ganz schlimme körperliche Behinderungen. Glaube ich auch. Wie gesagt, wenn du Schmetterlingskrankheit zwischen hast und so scheiße, wenn die Finger zusammenwachsen, ist auch richtig scheiße. Ja, ist halt scheiße, aber für mich definiert sich der Mensch halt primär über Geist, sage ich jetzt mal. Und wenn der da ist und da wirklich halt, wie wir schon sagten, Freude und Trauer und so weiter und so fort empfunden werden kann, dann ist es das wert, meiner Meinung nach. Naja, auch für mich, halt auch die Sachen zurückzustecken und so weiter und so fort. Wenn Menschen ohne Lunge oder sowas geboren werden, dann ist es auch kein lebenswertes Leben. Jetzt häng ich mich schon wieder. Was ist denn das für ein, gibt's einen anderen Begriff? Ja, das Problem ist ja eigentlich scheißegal, wie du es nennst. Ich weiß ja, was du meinst, aber Dann kannst du ja so viel Geist haben, wie du willst, aber du bist die ganze Zeit an deinem Bett gefesselt. Ja, gut, aber dein Leben lang an den Lungenmaschinen oder was auch immer. Ja, aber ich glaube, das ist ja trotzdem irgendwie echt ein komplexes Thema, weil es gibt so viele verschiedene Krankheiten und Sachen, die du halt haben kannst, die wir auch viele gar nicht kennen. Das ist, glaube ich, auch immer sehr speziell, aber weißt du, wir können halt auch da eigentlich quasi gar nichts drüber reden, weil wir halt quasi, also ich bin damit nie konfrontiert worden. Das kann ich nur von meinem Bauernwissen mal wieder erzählen. Also ich auch nur über entfernte Bekannte. Ich habe nur einen Bekannten, der ist körperlich behindert. Aber der ich kenne einen, der ist geistig behindert, ist ein Emulator, ne? Ich kenne einen, der ist geistig behindert, aber der hat auch echt Spaß und der hat auch immer Spaß. Der ist so fast so 30. Ja, ganz ehrlich, Peter, ja, nur weil ein ernstes Thema ist, dürfen wir nicht unsere Identität. Ich lache ja auch. Jawohl, okay. Ist lustig, behindert zu sein, Jay. Also, Moment, da klang jetzt falsch. Ich bin sehbehindert. Ja, vor allem bist du sprachbehindert auch. Ja, und du bist auch super deutsch, auch. Ja, also ich kann vielleicht nicht so super deutsch sprechen, ne, aber ich krieg zum Beispiel. Du kannst Namen schon ganz gut Deutsch sprechen. Ach. Also, brauche ich nicht fünf Adriano, du hast uns hier mit einer ganz schön komplexen Thematik konfrontiert, die uns hier ein bisschen in unangenehme Situationen bringt, weil wir über Dinge nachdenken müssen dadurch, über die man als Mensch eigentlich am liebsten nicht nachdenkt. Aber ich glaube, er ist ganz froh, dass er lebt, denke ich mal. Ja. Jetzt auf ihn speziell bezogen. Und wir hoffen auch, der hatte Spaß, als er bei uns war und wir haben immer ja, davon gehe ich mal. Also das hat man aber schon gemerkt, finde ich. Also das hat ja schon, glaube ich, schon Spaß gemacht. Wenn er uns jetzt hassen würde, dann würde er wahrscheinlich auch keine Mail schreiben. Ja, wahrscheinlich. Nur so, Jay ist voll der Stinker und Rassist und so. Ja. Okay, versuchen wir was anderes. Peter, die zweite E-Mail jetzt nicht aussuchen, ne? Versuchen wir was Locker-Flockiges. Von Alex. Sicherlich musstet ihr auf verschiedenen Feiern schon sagen, was ihr beruflich macht. Seit der Geschichte, dass der Peter auf der Hochzeit war, stelle ich mir die Frage, ob ihr bei solchen Feiern Probleme habt, euren Job anderen zu erklären und wie die Reaktionen darauf sind, wenn man der Mutter des Schwagers oder der Schwägerin erklärt, was man macht. Gab es da schon komische, lustige, blöde Reaktionen drauf? Alle wollen im Autogramm haben. Oh ja. Nee, nicht nur da. Ich hab viele enge Verwandte, also Onkel, Tanten. Wenn du denen erzählst, was du machen, gucken die dich an wie so ein kleines Auto und denken so, what? Und ich so, ja, das machen wir halt so. Und die so, aha. Also bist du quasi arbeitslos. Nein. So ähnlich. Und was machst du, um Geld zu verdienen? Also damit verdient man Geld. Was? Wie? Aber nicht so viel, ne? Wie erklärt ihr das dann immer den Leuten? Also ich sag dann so, ja, ich mach Plays und was? Ich dreh mich um und gehe. Ich mache Videos auf YouTube. Wenn ich dann, damit fange ich immer so an. Wenn ich das sage. Du machst halt Videos, so wie im Fernsehen quasi.
Also älteren Leuten kann man das meistens immer besser erklären, wenn du so einen Bogen schlägst zum Fernseher, weil das kennen die und so Internetkram kennen die halt nicht. Und wenn du da sagst, du machst Videos für über Computerspiele, was die ja sowieso auch kaum kennen, wo du die einfach testest und anspielst und mit deinen Freunden zusammenspielst und das einen Unterhaltungswert hat, und du so und so viele Leute hast, die das immer gucken, dann geht's, glaube ich, schon. Aber dass man da wirklich Geld mit verdienen kann, ist echt für viele, oder seinen Lebensunterhalt zumindest dann verdienen kann, für viele echt schwierig zu verstehen und zu glauben auch. Weil sie halt gar nicht so in dem Thema drinstecken und sich fragen, wie geht denn das? Aber sonst habe ich bisher, glaube ich, noch nie, außer bei meinen Oma und Opa, wirklich Probleme gehabt, das irgendwie zu erklären und auszuführen, dass man da, dass es halt ein Job ist quasi, wie jeder andere auch. Also ganz ehrlich, je nachdem, wer fragt, sage ich auch manchmal einfach, ich bin Unternehmer und habe ein Unternehmen in der IT-Branche gegründet. Er ist halt je nach, auch in der Familie? Nee. Ja, so, wo du Leute hast, die du so flüchtig kennst und ein bisschen Distanz so hast, wahrscheinlich, ne? Der hat sich doch heute bestimmt auch nach deinem Beruf gefragt, oder? Hat er nicht. Der Mercedes nicht? Krass. Nee. Der will nur Geld haben. Das war dem scheißegal. Wo das herkommt, Mafia? Egal. Sache, du kaufst. Hab ich halt schick Vermieter angezogen. Vermieter wollen sowas immer wissen, ne? Vermieter wollen sowas wissen, ja. Vermieter wollen sowas wissen. Die wollen auch da hatte ich mega Glück. Ja? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, als wir bei die Wohnungsbesichtigung hatten, von der Wohnung, die wir auch genommen haben, kannte mich der Makler. Also, das hat alles vereinfacht, sag ich jetzt mal. Mhm. Weil er direkt wusste, wer ich bin, was ich mache, hat uns selbst geguckt. Also von daher war dann eine easy Geschichte. Weil man muss generell mal sagen, dass man das nicht nur auf alte Leute beziehen muss, so ein bisschen. Also was wir in Anführungszeichen, also für eine in Anführungszeichen Bekanntheit haben, ja. Entweder die Leute kennen einen und die wissen dann definitiv, was abgeht, oder halt so gar nicht. Ja, so, das also ist halt so ein bisschen das Faszinierende. Ja, ne? Es ist halt nicht so, ja, keine Ahnung, Leute unter 25 wissen auf jeden Fall, wer wir sind. Nee, ganz und gar nicht. Aber dafür musst du halt schon in der Thematik drinstecken. Und ganz, ganz, ganz viele haben null Ahnung. Also da kennen mehr Leute, viel mehr Leute, eine Jenny Elvers oder sowas. Weil die einfach halt auch in den Massenmedien. Die säuft ja auch wie ein Loch, ne? Das ist voll Sport. Weil die ja auch in den Massenmedien und so vorkommt, während wir da ja fast nicht passieren, sondern halt immer sehr, sehr spezifisches Publikum ansprechen. Die kennen uns dann zwar, aber wir sind halt immer noch nicht vergleichbar. Und wir erreichen halt von mir aus jeden Tag 1 Million Video-Views und so, das sind ja massive Zahlen. Aber das heißt lange nicht, dass uns jeder Deutsche irgendwie schon mal gehört hat oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Ich fand, das ist immer wieder eine ganz faszinierende Sache so. Was ich gemerkt habe, ist nach dem Stefan Raab-Auftritt, da haben mich sehr, sehr viele aus meinem privaten und Arbeitsumfeld angesprochen. Hey, du warst da, ach krass, ich wusste gar nicht, dass ihr so groß seid und so bekannt seid, dass ihr bei Stefan Raab wart und was macht ihr denn eigentlich? Und haben dann halt viel mehr sich interessiert und haben das dann eher für voll genommen, weil es halt im Fernsehen dann lief und dann eher geglaubt haben, dass man doch etwas bekannter ist. Und nicht, ja, ich mache da so Videos auf YouTube, das kennen die halt nicht und sagen dann, ja, das macht halt da Videos, ne? Ist mir auch aufgefallen. Ist bei mir genauso gewesen. Im TV dann war es, dann eher so, boah, krass, und wie ist der Stefan Raab so, und oh, cool, und interessieren sich dann auch viel mehr dafür. Ja, wobei das halt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert ist, weißt du, die Leute, die meinen Shit nicht konsumieren, das ist mir auch scheißegal, ob die mich kennen oder nicht. Weißt du, was ich meine? Die Leute, die dann ankommen, von wegen, oh Gott, du warst ja bei Raab und so, das ist ja krass. Weißt du, das sind so, ja, okay. Ja, ja. Du hast jetzt 2 Jahre lang nicht mit mir gesprochen. Interessiert dich das wirklich, was ich mache? Oder ist das jetzt einfach nur, weil ich beim Raab war? Naja. Deswegen, ja. Ja, also mich stört das jetzt auch nicht, dass uns unfassbar viele Leute nicht kennen. Ist ja auch eigentlich total angenehm, dass man auch wirklich nur von den Leuten gekannt wird, also im meisten Fall von den Leuten gekannt wird, die tatsächlich das, was man selber macht, auch schätzen.
Und da haben wir jetzt weniger, wir sind halt nicht so die polarisierenden, wir sind halt keine Jenny Elvers, weißt du, die dann von jedem verarscht wird und so, das ist doch die Säuferin und ich hab dich gerade nackt gesehen oder sowas. Ja. Da ist das bei uns schon eine deutlich angenehmere Bekanntheitsart. Wobei, das war überhaupt nicht die Frage. Was war nochmal die Frage? Ah ja, genau, wie wir das Leuten erklären. Scheiße. Ja, das kommt halt tatsächlich drauf an. Manche Leute, wo ich mir denke, du checkst das eh nicht, dann sage ich dann einfach, ich bin selbstständig. Ja. In der Familie, also ich habe das hat ja lang genug gedauert, der direkten Familie das überhaupt zu erklären. Also das ist einfach für viele eine ganz andere Welt. Ja. Und da kannst du dann noch so viel erklären und erklären, so richtig ernst genommen wird halt im Zweifel trotzdem nicht. Mhm. Ja, weil von mir aus, whatever. Muss den Leuten ja nichts beweisen. Nö. Dann kriegen wir seine Witzchen immer zu hören, arbeitest ja eh nicht, bla bla. Vor allen Dingen von den handwerklichen Angestellten. Ach, das haben wir auch bei unseren Zuschauern teilweise. Ist ja okay. Macht eure Witzchen. Macht ist ja auch nicht schlimm. So. Nee, ich gehe jetzt hier wirklich mal so kurz durch. So, was schreibt der so? Okay. Währenddessen fängt das Dschungelcamp an. Ja, Mann. Yeah. Wer guckt sich das heute an? Keiner von euch Lappen. Wow. Nee. Und du ja auch nicht, du bist ja Diablo am Spielen, von daher kannst ich du ja gar das nicht. Ich muss das nebenbei laufen lassen. Aber dann entschuldige ich mich jetzt schon mal darum, dass ich wahrscheinlich nicht so viel twittern kann. Oh. Jetzt fängt das Dschungelcamp nicht heute Abend an? Ja, so ja halt, bis dahin bin ich ja noch am Farm, Alter. Peter, der macht jetzt 3 Tage Farm. Muss immer gefarmt werden, Peter. Muss immer gefarmt werden. Es muss immer gefarmt werden. Das ist nichts für mich, solche Spiele, echt nicht mehr. Egal, nächste Frage von Flamur. Das ist ein interessanter Name. Flamur, wo kommt denn der her? Frankreich, Peter. Flamur. Weiß ich gar nicht. Ist das echt Frankreich? Nein, keine Ahnung. Du hast albanischer, das ist ein albanischer Name. Okay. Gut. Von Flamur. Ich lag vorhin krank auf meiner Couch und vor Langeweile entschied ich mich dazu, mal den iPhone App Store Charts umzuschauen. Ich habe gehofft, vielleicht mal irgendwas Spannendes zu finden und nicht immer diesen Farming-Kram, wo wir gerade über Farming gesprochen haben. Okay. Ich sah ein Spiel namens Lifeline. Bevor ich die Beschreibung lesen wollte, klickte ich schon mal auf den Download-Button. Dann las ich die Beschreibung. Da stand irgendwas von Kommunikation mit einem fiktionalen Charakter etc. Ich ahnte, was auf mich zukommen würde und war beeindruckt von der Idee. Du chattest in Anführungszeichen eingeschränkte Auswahlmöglichkeiten, mit einem Astronauten, der mit seinem Raumschiff auf einem Planeten abgestürzt ist. Er kann nur Verbindung zu deinem Handy aufbauen. Und wenn du ihm sagst, geh mal dahin und er antwortet, dass es circa eine Stunde dauern würde, bis er da ist, dann dauert das auch wirklich eine Stunde. In der Zeit kannst du die App schließen, bekommst aber nach einer Stunde Nachrichten von ihm. Falls ich es gut beschrieben habe, was haltet ihr von der Idee? Soll es mehr solche Spiele geben, zumal es endlich mal was anderes ist? Also ich verstehe die Frage so ein bisschen, dass es quasi um die Idee geht, mit künstlichem Leben zu kommunizieren. So ein bisschen wie ein Tamagotchi. Ja, nur dass du halt tatsächlich kommunizierst. Ja, ja, nur ausgereifter auf einer anderen Ebene. Aber halt so, du hast ein virtuelles Wesen oder Freund, eine Person, zu der du Bezug hast und mit der redest oder schreibst du dann in dem Fall. Siri, wie geht es dir? Genau, es geht so in die Richtung so ein bisschen. Genau so, finde ich. Also ich brauche sowas nicht. Scheiße, da gab es sogar einen Film zu. Hör heißt der, den habe ich aber leider noch nicht gesehen. Freunde, mit denen ich kommunizieren kann, ey. Das wäre schon ganz schön traurig, wenn ich beim Handy nur noch reden würde, ey. Noch schlimmer mit Siri. Apple-Schlampe. Ja, die versteht dich ja sowieso nie. Das stimmt. Da kann ich besser mit Google reden, weil ich verweist mich eh immer an ihren Freund Google. Also ich finde, ja, ist vielleicht mal ganz witzig zum Ausprobieren, aber so für mich wäre das nix. Es gibt einen Film dazu, der heißt Her, also H-E-R, der auch, glaube ich, mal Oscar-nominiert war, wo sich jemand in eine künstliche Intelligenz, die nur in, ich glaube, nur in sein Handy und Tablet und Computer und so existiert, verliebt. Okay. Und die künstliche Intelligenz ist allerdings tatsächlich schon so weit entwickelt, dass die halt echt eine menschliche Reaktion zeigt und dir Antworten geben kann auf echte Fragen so. Also dann halt auch wirklich so emotionsbezogen. Also wie so ein kleiner Roboter.
Ja, aber nur, dass es halt kein Roboter ist, sondern wirklich nur in deinen Geräten, die du sowieso benutzt. Also wirklich nur eine Stimme. Du hast keinen, ach so. Du hast keinen mechanischen Bezugspunkt oder sowas. Ach so, ein bisschen wie in manchen, so wie bei Knight Rider Kid oder so. Wie Jarvis aus Iron Man. Oder Jarvis, ja. Ja, genau, wie Jarvis. Ja. Genau so sieht es aus. Ich guck gerade in den Trailer rein. Jarvis. Ich finde das halt ganz interessant, ob die Menschheit quasi durch die fortschreitende Technik so ein bisschen vereinsamt. Desozialisiert ist noch ein schöneres Wort eigentlich. Ja, das stimmt allerdings. Glaube ich, ja. Weil es halt der einfachere Weg ist, weil du wirst von dieser Person, von diesem Computer einfach nicht hintergangen und nicht enttäuscht. Und das macht es, glaube ich, für viele einfacher, halt mit denen zu reden, weil die immer ehrlich sind und ist halt echt komisch. Das ist auch ein guter Punkt, über den ich bisher gar nicht nachgedacht habe. Da habe ich auch noch gar nicht mehr nachgedacht. Das muss ich halt erstmal schlucken, das wäre echt eine Pille. Ja, weil das eigentlich echt ein cleverer Gedanke ist. Also ich glaube, das ist das große Risiko dabei. Also wirklich gerade der Punkt, dass das attraktiver sein könnte, als mit echten Menschen zu leben, weil du da quasi die Persönlichkeiten hast, wie sie dir gefällt im Endeffekt. Genau. Du kannst halt nicht belogen. Also du kannst halt nicht oder, belogen oder werden. Oder nicht unbedingt die Persönlichkeit, die dir gefällt. Ob du belogen gefällt. Werden kannst, oder? Ja, stimmt. Aber ich glaube, das mit dem Lügen betrayen ist, glaube ich, nicht möglich. Ja, vor allen Dingen dieses Hintergehen werden, dieses enttäuscht werden oder sowas. Gerade wenn du mit echten Menschen negative Erfahrungen gemacht hast, dann sehe ich dann echt schon, okay, dann stürze ich mich da rein. Also jetzt noch nicht aktuell, ich glaube, dafür ist die Technik noch nicht weit genug, aber ich denke mal, wir entwickeln uns da sehr, sehr schnell genau in die Richtung tatsächlich. Und das ist faszinierend, weil ich dachte jetzt erst so als Gegenargument, die neue Technologie erlaubt ja auch Kommunikation einfach über größeren Rahmen hinaus, sodass wir jetzt gerade quatschen und so, das wäre früher nicht möglich gewesen. Früher hast du halt deinen direkten Umkreis gehabt und bist darüber hinaus nie hinausgewachsen, sag ich jetzt mal, sondern du hattest halt deine direkte Familie und deine Arbeitskollegen und viel mehr soziale Kontakte waren da ja und so. Und jetzt hast du halt easy Chaträume und was weiß ich nicht alles. Und allein, dass wir halt so die ganze Zeit TS labern und währenddessen zocken können. Und tatsächlich, ich sehe das auch als soziales Erlebnis, wenn wir zusammen spielen, weil das für mich immer noch eine menschliche Interaktion ist. Genau, du bist halt auch betrayed von Jay oder Pam oder Peter. Oder von den Peter als Podcast-Jungs. Weil es halt auch echte Menschen sind, so, ne? Ja. Aber dann versteht man vielleicht eher, dass man dann auch sich dazu hingezogen fühlt und oder die Idee ganz interessant findet, dass man quasi dann morgens aufwacht, von einer netten Stimme geweckt wird. Halt, wenn man so alleine ist, ne? Ja. Dass man dann geweckt wird und sich unterhält, wie mit der Mama oder dem besten Freund, nur dann halt auch schon zu Hause ist und überall immer ist und sich einfach ausreden kann. Und ich glaube, das ist echt gefährlich. Also für die menschliche Entwicklung an sich auch. Ha! Wieder so ein Thema wie mit den Robotern. Die Frage ist, glaube ich, immer, ob das gefällt, ist, glaube ich, immer so die Frage, wer das steuert oder beziehungsweise wie das programmiert ist. Rede mal weiter, ich muss mir Wasser holen. Weil die Frage ist das wirklich gefährlich? Ja, also gefährlich, das ist ja wieder eine subjektive Meinung dann. Von der Person, die sagt, hey, das ist gefährlich. Ist ja rein subjektiv. Objektiv kriegst du die Meinung dazu ja sowieso nicht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist trotzdem mal. Aber ich find's gefährlich, weil halt der Austausch untereinander weniger werden wird. Was man ja auch irgendwie durchs Internet so ein bisschen merkt. Die Leute, weiß ich nicht, haben doch eine größere Distanz zueinander, weil sie die ganze Zeit in WhatsApp schreiben, statt zu telefonieren. Aber der Vorteil daran ist, du bist halt viel mehr verfügbar und tauscht dich dadurch ja auch viel mehr aus. Also auch da eine Chance. Und das ist halt. Ja, was ich halt auch so sehe, weißt du, wenn ich auf sowas wie Reddit unterwegs bin, weißt du, wo keine Ahnung, wie viele Leute gibt es mittlerweile auf der Welt, die so Drohnen sind, weißt du, morgens aufstehen, zur Arbeit fahren und dann nach Hause und dann zack, erstmal in den Foren oder Reddit und so weiter und so fort und dann bis man einschläft und dann jeden Tag. Das ist aber die Frage, ob das
besser oder schlechter ist als die tatsächliche menschliche Interaktion. Also tatsächlich in Anführungszeichen. Also was auf jeden Fall ist, ist, das habe ich nämlich vor Tagen noch gelesen, dass der Mensch heutzutage ungefähr 30% weniger Zeit mit reell mit seinen Freunden verbringt im Schnitt, als noch vor 50 Jahren. Ja, das wundert mich jetzt kein bisschen. Nee, wundern tut mich das auch nicht, aber das heißt also zumindest, dass die reelle soziale Interaktion natürlich weniger wird, also im Real Life. Ja, da verschiebt die sich. So, jetzt die Frage, welchen echten Nachteil hat man dadurch? Ist physischer Reiz, also wie wichtig ist physischer Reiz für den Menschen in der sozialen Interaktion oder kann man darauf quasi verzichten und das quasi ganz über WhatsApp machen? Ich glaube, Empathie leidet darunter. Ich glaube, wenn du Leute nicht ansehen kannst oder beispielsweise du liest nur die Schrift und so, weißt du? Du hörst nicht mal Stimmlagen. Du hörst nicht mal, ob jemand verletzt ist oder so. Und du kannst halt seine Reaktionen nicht sehen im Gesicht und an seiner Körperhaltung. Sorgt, glaube ich, dafür, dass man ein bisschen desensibilisiert wird und sich sozialer irgendwie awkward benimmt. Weißt du, dieses typische Nerd-awkward. Wenn man halt die ganze Zeit immer nur so tippt und so weiter und so fort, dann weiß man eventuell bestimmte Körpersignale, die eigentlich jeder einschätzen kann, gar nicht so richtig zu werten und oder auch zu senden dann. Und ist dann immer irgendwie so sonderbar, nennt man das vielleicht heute oder so. Ja. Vielleicht geht es ein bisschen so in die Richtung, dass das so mehr wird. Das geht ja aber noch weiter, weil ich meine, in WhatsApp hast du halt auch die Möglichkeit, wenn ich dir was schreibe und du sagst, boah, habe ich gar keinen Bock drauf, legst das Handy weg. Wenn ich vor dir stehe, dann wirst du dich mit Situationen auseinandersetzen müssen, auch wenn du im Zweifel gerade gar nicht möchtest. Ja, das ist richtig. Du wirst halt dazu. Dass du weggehst oder wegguckst, sagst du eigentlich schon sowas wie. Also indirekt, hey, ich habe keinen Bock auf dich, wenn du einfach nicht antwortest, sendest du gar nichts zurück. Genau, dann kannst du halt im Zweifel sagen, oh, ich habe nicht auf mein Handy geguckt. Man kann sich immer rausreden. Aber du kannst halt nicht vor einem stehen, dich mit dem unterhalten, dann drehst du dich um und gehst und sagst, oh, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Ja, richtig. Also wenn dich jemand mit einer unangenehmen Situation konfrontiert, dann musst du damit dann irgendwie klarkommen und kannst halt, wie Dennis schon sagt, dein Handy nicht einfach weglegen. Und das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die eventuell leidet, wenn man primär sich über Text unterhält. Dass man dann vollkommen überfordert ist, wenn man mit einer Situation konfrontiert wird, die man eigentlich gerade gar nicht haben möchte, weil man es so sehr gewöhnt ist, das einfach auf so zu machen, wie man selber möchte, dass das dann schon wieder sehr, sehr unangenehm enden kann für einen. Ja. Also was heißt sehr, sehr unangenehm? Keine Ahnung, das ist dann auch wieder die Frage, wie viel Auswirkungen hat das wirklich so im Endeffekt? Und ist es gut oder schlecht oder was für Vor- und Nachteile gibt es? Wie bewertet man das? Das kann man ja so als Einzelner sowieso gar nicht. Hat ja jeder seine eigene Meinung zu. Ja. Spannende Frage. Da gibt es ja auch keine logische, also da gibt es ja keine Antwort drauf oder so. Da kann man halt nur immer schön einfach zu labern, was einem im Kopf kommt. Weil wir werden einfach sehen. Aufzuhalten ist das Ganze sowieso nicht. Also ja, wenn die Menschheit das will und das so akzeptiert und das auch so entwickelt wird, dann wird das kommen. Da kannst du nichts machen. Nee. Und dann wirst du im Zweifel dich sogar anpassen und das auch vielleicht gut finden und annehmen und konsumieren. Naja, aber Da kannst du auch nicht sagen, so von wegen, ja, künstliche Intelligenzen sind jetzt verboten. Ja, okay, das bringt dann aber auch nichts. Ich finde es eigentlich schon mal gut, dass Genveränderungen an Menschen, glaube ich, noch verboten sind, oder Jay? Ja. Richtige mich, wenn es falsch ist. Jay ist am Farm. Jay ist voll am Farm. Ich hab gerade. Warum laberst du mich denn an, Alter? Ich bin gerade am Tweets posten für unsere Videos. Ja, aber du bist der Fachmann hier in Biologie und Medizin. Ja. Aber das finde ich noch sehr. Stell mir doch die Frage nochmal. Dass es gesetzlich geregelt ist, dass auch weltweit, dass menschliche Gentechnologie verboten ist. Haben wir da nicht schon mal letztens zu? Ja, wir haben schon mal sehr, sehr umfangreich über Genveränderungen und so schon geredet. Da war Sepp, glaube ich, nur nicht dabei. Da haben wir doch vor kurzem sogar drüber geredet. Über Roboter, die Blondinen. Nee, nicht über Blondinen, über Menschen, die man sich züchtet. Nach seinem war das nicht Podcast? Ja, da war ja, das war auch Podcast. Das war beim letzten Podcast. Aber jetzt. Warum fragst du mich dann nochmal? Nee, ob es jetzt aktuell geregelt ist, dass man halt nicht
gentechnisch den Menschen natürlich verändern darf. Natürlich darfst du da nichts dran ändern, Alter. Zumindest nicht in Deutschland. Das ist zumindest in Deutschland. Zumindest richtig. Nicht in Deutschland, ja. Wer weiß, wie das in Nordkorea ist. Ja, die machen aber als wenn wohl. Die da die Technologie für haben. Ja, weiß, ich glaube nicht, dass das allzu schwer ist, ehrlich gesagt. Ja. Ernsthaft? Technologisch. Oh, also du kannst das schon bei Tieren machen. Easy. Und bei Pflanzen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das bei Menschen nicht viel schwerer ist als bei Tieren. Ja, aber da fehlt halt unfassbar viel Forschungsmaterial, oder? Weil du es halt auch nicht testen kannst. Oh, ich glaube schon, dass das ganze menschliche Genom schon längst erforscht wurde. Boah, dem Next Up Genomsoldaten, Junge, wie bei Metal Gear Solid. Hä, Fußspuren? Das sind die klügsten Soldaten, die es jemals gab. Hä, Fußspuren? Ja. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Von Johannes. Ja, meine Nase ist übrigens durchschnittlich groß, steht da hinter. Ach so, Johannes, ne, okay. Whatever. Ich dachte, der wäre Jude, wenn ich ehrlich bin. Heißt der, wie heißt der, Goldstein? Oder wie heißt der mit Nachname? Warum fragt er? Keine Ahnung. Okay. Erstmal vielen Dank für die grandiose Unterhaltung. Bla, bla, bla. Seit Freitag ist ja nun mein Kampf öffentlich zu kaufen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie ihr persönlich zu diesem Thema steht. Außer Jay, seine Gesinnung müsste ja spätestens seit Minecraft jedem bekannt sein. Ich für meinen Teil finde die Veröffentlichung eine gute Sache, vor allem da Totschweigen und Verdrängung ja bekanntlich nicht die besten Methoden sind. Ist es nicht auch kritisch kommentiert, die Buchausgabe? Ja, nicht, aber nicht nur das. Ich habe letztens einen riesen Artikel darüber gelesen in der Zeit über Mein Kampf. Das war mega interessant, weil Mein Kampf von damals auf die heutige Situation gar nicht mehr anzuwenden ist. Weil zum Beispiel der heutige Nationalsozialismus der sich ja auch ganz oft darauf bezieht, so, ja, die Leute aus dem Islam, die sind alle scheiße und so weiter. Und dabei hat Adolf Hitler in Mein Kampf noch selbst geschrieben, dass er halt den Islam als Religion schätzt, weil die halt so einfach weil die halt so einfach zu handeln ist. Ja. Also, das ist nur noch metaphorisch übertragbar, aber wenn du genau das Seiten tun würdest... Wie viele Seiten hat das denn? Wahrscheinlich weißt mehr als zwei. Ich glaube schon, die eine. Nee, fände ich zum Beispiel total interessant mal als Schullektüre. Naja, statt halt diese ganzen Standard Effie Briest Schinken und so eine Scheiße. Ja. Also ja, das ist halt Kampf deutlich, in der Schule lesen. Deutlich interessant. Finde ich gut. Ich fände das deutlich interessanter, ehrlich gesagt. Dann hast du direkt einen Lehrer dabei, der dir den Shit auch erklärt, weil ganz ehrlich, also ich habe da selber noch nicht reingelesen, aber ich habe schon gehört, umfangreich, dass eigentlich so der durchschnittliche braune Idiot sowieso nichts versteht, was da drin steht, weil das unfassbar sperrig und langweilig und kompliziert sein soll. Oh Gott, aber dann käme ich doch nicht mehr für die Schule. Den Scheiß doch nicht lesen. Oder würde ich den nicht lesen wollen? Ja, aber trotzdem Ahnung. Mal in die niedergeschriebenen Gedanken von so einem schwer gestörten Menschen reinzuschauen, finde ich immer spannend. Ich glaube, ich werde mir das in meinem ganzen Leben nicht einmal durchlesen. Nee, ja, ich auch nicht. Habe ich auch noch nicht bestellt. Kann man das jetzt einfach so bei Amazon bestellen? Ja, kann man jetzt. Aber finde ich. Boah, erstmal bestellen und zwischendurch ein bisschen was vorlesen. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wieso sowas indiziert ist. Erstmal ein Hörbuch gewesen bestellen, ist, ne? Keine Ahnung. Adolf Hitlers Mein Kampf, Bestseller Nummer 1 im Nationalsozialismus. Ah ja, so, die Nazis haben eine eigene Kategorie, oder was? Weiß nicht. Ich weiß ja ehrlich gesagt jetzt nicht genau, was da drin steht, aber ist das denn so schlimm? Das hat er, glaube ich, während seines Gefängnisaufenthalts geschrieben und ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nur wegen der Person Adolf Hitler. Wieso gibt's hier keinen Blick ins Buch? Manchmal hat Google so Blick ins Buch. Mensch. Ja, will ja nicht spoilern. Peter, dann weißt du jetzt nicht. Ja, echt mal, ey. Stell dir vor, du weißt, dass Dumbledore am Ende stirbt. Ja, das wäre richtig scheiße. Du brauchst den gar nicht mehr zu lesen. Ach, das ist eine kommentierte Auswahl? Nee, das will ich nicht. Ich will schon hier richtig. Hitlers Mein Kampf geschieht. Nee. Mein Kampf. Du willst Kampf, jetzt, oder was? Ich will mal wissen, was das kostet. So. Weil es Inhalt. Gibt hier so eine kommentierte Auszugsauswahl. Guck mal, zwei Bände sogar, geil. Ist das die nicht? Ich meine, es gibt halt nur eine kommentierte jetzt. Also den richtigen Mein Kampf einfach so gibt's, glaube ich, immer noch nicht. Boah, voll krass, Alter. Der erste Band heißt Eine Abrechnung. Könnt ihr auch irgendwie so Star Wars Episode 8 ist eine Abrechnung. Ich glaube schon, dass da schwer antisemitisches Material drin zu finden ist. Also davon gehe ich mal ganz stark aus, sonst hätten sie es ja auch nicht verboten. Also die ganzen Inhalt laut Wikipedia. Die Forderung nach Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Forderung nach neuem Lebensraum für das deutsche Volk. Okay. Das ist ganz wichtig. Wir sind besser. Wir haben 80 Millionen Leute. Ausführliche Darstellung der antisemitischen Überzeugungen Hitlers. Okay.
Angeblich hat Amazon. Ach, guck mal hier, die Mein Kampf German Language Edition. Oh, Port, scheiße. Oder? Ich bemerke da gerade so ein paar Parallelen zu mir und Hitler. Oh, shit. Oh, shit. Das muss ich trauen. Oh, shit. Oh, shit. Das darfst du echt nicht. Pass auf. Hier, außerdem unterstellt Hitler den Juden durch Förderung der Prostitution bewusst die Syphilis zu verbreiten. Ich sag ja so, Tinder möchte offensichtlich damit ja auch Tripper verbreiten. Ist ja so, ja, in entferntesten Sinne eine Parallele. Ich fand das eine spaßige Parallele zwischen mir und ja, das Adi. Ist richtig. Ja, guck mal, können wir alle drüber kichern. Ja, fand ich lustig. Ja, fand ich auch lustig. Wow, wäre jetzt natürlich total aus dem Kontext. Preis ist das natürlich. Wow, Bram. Ja, das hast du gesagt. Das hast du genau so gesagt. Erstmal retweeten. Das war witzig. Als du das gesagt hast, dachte ich schon, oh mein Gott, was für ein Satz. Schon total gut, aber Auschwitz war ja auch safe, ne? Ja, wie immer, immer noch gemein, dass mir das zugeschrieben wird, obwohl Hardy das gesagt hat. Das hat man doch im Jahresbest auf ganz klar gesehen. Ja, genau. So, warte mal, was halten wir denn jetzt davon? Ja, whatever, Mein Kampf. Liest du wieder. Weißt du, das haben die ganzen Vollidioten-Nazis, haben das ja alle bei sich stehen und brüsten sich damit, aber ich aber mit Sicherheit gelesen, hat das keiner ne? gelesen. Ja, ja, das stimmt. Das musste man halt immer da stehen haben, ne? Bram will auch wieder nur Retweets und gefällt mir es absnacken. Na, echt. Aber bei, muss ich mal bitte mich alle adden bei Twitter, weil es ist ganz wichtig. Das schreibe ich auch in jedes Video. Bumsbirne. Bei Twitter. Bumsbirne Bram hier aktuell. Nee, ich meine, da findet man nicht darüber. Achso, ansonsten Bram. Unter Bram, Peter. Mit 4 und 3. Mit 4 und 3. So, richtig. Nächste Frage. Guck mal hier von. Wie? Name muss nicht genannt werden. Alles klar. Easy. Ich höre schon etwas länger extreme Musik. Death Metal, Trash Metal etc. Dabei kommt es gelegentlich vor, dass neue Alben in Deutschland indiziert werden. Zu diesem Thema habe ich mal ein Interview vom Sänger von Cannibal Corpse gesehen. Es ist eine Death Metal Band mit Liedern wie I Come Blood, Stripped, Raped and Strangulated oder Butchered at Birth. Selbstverständlich sind auch einige ihrer Alben in Deutschland indiziert. Die Meinung des Sängers dazu war, dass er es nicht richtig fände, weil es Kunst ist, die man nicht zensieren sollte und dass es an die Zerstörung der entarteten Kunst im Dritten Reich erinnert, wo wir gerade beim Thema sind. Ich finde zwar, dass er in gewisser Weise recht hat, trotzdem übertreibt, weil ihre Musik ja nicht zensiert wird, sondern nur nicht an Jugendliche verkauft werden darf, was bei den Texten, die sie machen, auch relativ verständlich ist. Wie ist eure Meinung dazu, auch mit der Berücksichtigung, dass Musik in Deutschland auch indiziert und beschlagnahmt werden kann, also illegal ist, wie zum Beispiel bei der Band Eisregen? Wait, hat er nicht die ganze Zeit von indiziert geredet? Achso, ja genau, es gibt ja einen Unterschied zwischen indiziert und beschlagnahmt, die ja aus meinem Halbwissen so ein bisschen indiziert ist. Das ist eigentlich immer noch so ein Ab-18-Ding, darf aber auch nicht öffentlich in Läden rumliegen, sondern da musst du dann schon zum Laden hingehen und sagen, ich hätte gern das und dann müssen die das aus dem Lager holen. Dann ist so dieser, wie man so schön sagt, Verkauf unter der Ladentheke. Das ist indiziert, aber theoretisch darf das immer noch verkauft werden. Beschlagnahmt ist, darf überhaupt nicht verkauft werden. So, indiziert heißt aber im Endeffekt, dass du das kaum bekommst. Weil. Macht ja keiner. Nee, die Läden sagen dann, oh nee, mit sowas wollen wir. Nee, sowas wollen wir auch nicht verkaufen. Ne? Das heißt, im Endeffekt schränkst du die Verfügbarkeit dieses Produkts schon stark ein, wenn du es indizierst. Ja. So, jetzt bin ich gerade, jetzt muss ich kurz googeln, was Eisregen ist. Erzählt mal darüber. Ich finde das richtig, dass sowas indiziert wird, weil. Wahrscheinlich, also junge Leute sind. Können damit. Glaube ich, teilweise nicht richtig umgehen oder das verarbeiten und denen wird einfach was mitgegeben, was nicht gut für die Allgemeinheit und für sie selber irgendwie ist. Weißt du, wenn ich den ganzen Tag mir als 10-Jähriger anhöre, irgendwelche Metal-Songs, wo es um Vergewaltigung und sowas geht, ist, glaube ich, nicht gut für seine Entwicklung. Würde ich jetzt einfach vielleicht behaupten. Möchtest du sagen, dass ein YouTube-Video, wo sich jemand Mehl ins Gesicht haut, um zu koksen, gut für die Entwicklung ist? Das ist Satire. Das ist Satire. Ich mache keine Volksverhetzung damit. Aber ich Volksverhetzung ist das natürlich was anderes. Das ist wahr, ich glaube, es gibt auch Kinder, die das falsch verstehen und sagen, hey, der Bram kokst, oh, das ist geil. Okay, das, vielleicht mache ich das ja auch mal.
So Pizza.de/Shop, da gibt's auch so Koks. So Kinder gibt's bestimmt auch. Weißt du, so Kinder, die halt auch unsere Ironie teilweise ja, halt nicht verstehen, dass Jay halt voll der Adolf Hitler ist. Eher. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, dass jemand da Dating-Arealen-Video guckt und sich denkt, boah, der Bram Koks, das ist geil, das mach ich auch mal. Ich glaube schon. Ich könnte mir vorstellen, dass sich tatsächlich manche denken, oh, guck mal, der Bram Koks da. Wenn sie dumm sind. Aber dass da, okay, dass man dann, das ist auch nicht dann weit entfernt, mir zu denken, okay, das mache ich auch mal, das ist ja ganz lustig, da kann ich auch Dating-Areale zocken. Na, so, so lande ich irgendwie besser bei Frauen oder sowas. Vielleicht bin ich mega naiv, aber. Es gibt wirklich auch echt naive Leute. Ja, es ist schon klar, dass wir keine volksverhetzenden Shit da machen, ja, aber. Ja gut, das, was also Volksverhetzung ist ja auch illegal, weißt du? Aber ganz ehrlich, so zu tun, als wenn man koksen würde, ist ja jetzt was ganz anderes. Nee, das ist Satire und lustig und so weiter. Finde ich auch cool. Ich habe mich auch da übelst drüber beschmissen. Aber die Death Metal oder die Dark Metal Typen, die machen auch keine Volksverhetzung. Die machen halt mega morbide Texte und so weiter, wo es halt um Vergewaltigung vielleicht geht und so weiter. Aber, ja, okay. Aber das ist ja trotzdem keine Volksverhetzung. Pass auf, wenn ich Death Metal Band höre, dann höre ich eh nur. Weißt du, das ist doch scheißegal, ob ich jetzt, weißt du, ob die morbide Texte haben oder über BBC. Du bist einfach so gerne behindert. Das ist ja shit, ey. Das ist echt hart, Jay. Kein Wunder, ganz das ehrlich. Das ist so. Boah, das ist echt hammerhart. Also ich muss zugeben, ich habe das nicht verstanden. Man kann wirklich schlecht die verstehen. Ja, das stimmt. Also tut mir leid, ja, ich will euch da, das kann man ja geil finden. Ja, ich habe auch manche Lieder, die ich, ein Lied, das ich zumindest ganz cool finde. Aber jetzt nicht von Eisregen, aber es ist halt irgendwie, weiß nicht. Nur wenn also er halt über, so? Dann müsste ja KIZ okay. auch verboten werden. Du KIZ ist Hurensohn, genauso krank. Ich ficke dich auf deinem Grab. Oder jeder mögliche, weißt du, alle Rapper, Bushido. Wir werden doch teilweise auch indiziert. Aber verboten. Bushido? Ist er auch schon. Ist echt ein Album von dem indiziert? Ich meine auch ein Album. Ah, okay, ja, gut. Da kenne ich mich nicht so sehr. Weißt du, sonst bist du halt kein Gangster-Rapper, wenn du kein indiziertes Album hast. Aber. Ich weiß nicht. Also. Manchmal finde ich das sehr willkürlich, glaube ich, was da. Ich sag ja auch nicht, was da, was da indiziert wird und was nicht indiziert wird. Sind ja richtig. Ich sag aber mal. Ja, ich finde das natürlich, ne, man muss, manche sind natürlich Vorbild, man muss natürlich da ein bisschen drauf achten, was man da teilweise macht. Also wenn ich jetzt hier auf YouTube sage, ja, Vergewaltigung ist geil, mache ich den ganzen Tag. Bei meiner Bitch hier im und der Bram-Tipp wieder bei Twitter. Oh, komm, haut raus, Bram. Ja, Bram, ich liefere dir immer die Vorlagen. Ich liebe den Kontext. Ja, aber pass auf. Generell finde ich das Argument aber ganz gut, von wegen, das ist ja Kunst und so weiter. Es gibt ja auch genug Filme ab 18, Spiele ab 18 und so weiter und so fort. Dann müsste einfach nur de facto nicht unbedingt die der Jugendschutz müsste halt funktionieren und die Läden müssten da trotzdem noch führen. So, dann wäre alles okay. Ja, also ich finde das, also wenn man so als Beschlagnahmung generell finde ich übrigens konsumieren behindert. Will, dann kann man das machen. Nur ich finde halt bei Kindern ist es halt falsch, weil es halt so, also die Entwicklung beeinflussen kann negativ. Muss nicht, kann aber. Gibt es gerade bei Musik nicht auch das Problem, dass es sowas wie Alterseinstufungen gar nicht gibt, sondern es gibt halt entweder für jeden oder ab 18, beziehungsweise indiziert? Ich glaube auch, ja. Also es gibt halt quasi echt nur entweder für jeden oder indiziert oder beschlagnahmt. Mehr gibt's nicht. Was natürlich die Sache ganz schön kompliziert macht. Ja. Das ist auch nicht optimal, glaube ich. Was ein Podcast heute. Also Jay zeigt sich heute von Ram reibt sich nur die Finger. Ich habe mittlerweile schon so Schwielen auf den Fingern vom ganzen Tippen. Man merkt immer, wenn Bram aktiv bei Twitter ist, dann ist das ein guter Podcast. Das stimmt. Okay, letzte Frage.
Von Benjamin. Mein Name ist Benjamin. Habe ich doch gerade schon gesagt, Benjamin. Was soll das denn? Benjamin, mein Name ist Benjamin und ich bin 35 Jahre alt. Benjamin? Ich glaube, er ist Benjamin. Und heißt der Blümchen mit Nachnamen, Peter? Ey, ihr Fotzen! Heißt der Benjamin jetzt Blümchen mit Nachnamen? Komm. Weiß ich nicht. Okay, fang nochmal an. Der hat doch fang gesagt, der ist Benjamin Peter. Fotzen heißt der. Fang nochmal an. Nein, liebes Team Pete. Fang doch nochmal bitte an. Liebes Team Pete Smith, ich bin 35 Jahre alt. Ja, das weiß ich jetzt. Ja, der heißt Benjamin ist 35, wissen wir jetzt. Wie alt ist der? Ja, Peter, warum wiederholst du dich die ganze Zeit? Lass dich doch nicht außer Ruhe bringen, da passt du doch sonst bei den Anmods auch nicht. Echt mal, Peter. Jetzt mach, Peter, komm. Du mutest uns doch eh immer. Ja, echt, ohne Witz. Der redet wahrscheinlich, der macht jetzt den Podcast alleine. Benjamin, 35, liebes PeteSmeet-Team. Genau. Der wollte wissen, ob wir es merkwürdig finden, wenn uns erwachsene Zuschauer ansprechen und nach einem Foto fragen. So nach dem Motto, bei Kindern ist das ja egal, aber wenn das Erwachsene machen, dann so, ist das eigentlich voll strange. Also generell finde ich das okay, außer der Typ heißt Benjamin ist 35. Ja. Dann fühle ich mich ein bisschen mental vergewaltigt, aber generell ist cool. Also ich finde das cool, wenn wenn es so doch noch, also 35 so finde ich als Grenze ganz okay, alles was so Richtung 40, 50 geht, wo man dann eher denkt, so das könnte meine Mama oder Papa sein, dann finde ich es doch, finde ich es ein bisschen strange. Ernsthaft? Also dann habe ich da nichts gegen und dann freue ich mich auch und aber dann finde ich es doch irgendwie, ich finde es doch schon ein bisschen komisch, ja doch. Also du bist nicht so eine Milf Hunter. Nee, nicht so. Du bist nicht so eine Milf Hunter. Ja, ich kann halt nichts für, du stehst halt auf sowas. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die älteren Leute meistens einfach nur kurz so Hallo sagen, so nach dem Motto, ey, ich find's cool, was du machst, und dann ist auf Feierabend. Die wenigsten fragen mich tatsächlich nach einem Foto. Ja, das stimmt. Aber wenn, dann ist das ja auch vollkommen okay. Aber ich habe tatsächlich auch nicht das Gefühl, dass ich das sonderbar finde. Also es gibt halt, tatsächlich gibt es manchmal tatsächlich alte Leute, die auch Geschmack haben. Ich kann es kaum glauben, aber. Machen es aber kein Foto. Und weltoffen sind, Peter. Und weltoffen. Oh, Jay, Alter. Das war jetzt. Der hat aber gesessen, Junge. Aber ich mach's wenigstens nicht hinterm Rücken wie PHP. Ja, das stimmt. Hast du recht. Also, Benjamin, alles cool. Kannst uns alle gerne fragen. Kriegst gerne ein Foto außer von Bram. Und von Sepp. Nein. Also zumindest in den nächsten 5 Jahren kriegst du noch ein Foto von Sepp. Das habe ich da auch nicht gesagt, Jay. Du weißt wieder alles aus dem Kontext. Du weißt ja, du hörst nicht mal zu und dann reißt du was aus dem Kontext. Ram reißt was aus Bullshit dem Kontext. Noch. Ich, ne. Was? Ich laber weißt Bullshit? Ram zitiert wenigstens und du fehlinterpretierst einfach. Ich fehlinterpretiere? Nein. Mensch. Habe ich noch nie gemacht. Das war der Podcast 45. 45, ich glaube, wir waren schon bei 47, Peter. Ich meine, nee, 45. Doch. Mit unserem. Ey, Jay, hast du eigentlich mal so irgendwie in deinen Vorfahren so Forschung angestellt? Vorfahren, was? So Forschung, sodass du mal gucken kannst, so, es gibt da ja so Stammbäume und sowas. Inwiefern du da noch so mit Leuten verwandt bist aus der Vergangenheit? Habe ich noch nie gemacht. Geht das wäre mal echt Leuten, interessant. Du, ne? Warum? Ne, so allgemein. Hast du also das mal gemacht? Ich hab nee. Sowas. Ich hab sowas. Also und hast du irgendwie eine entfernte Verwandtschaft zu irgendjemandem? Also zu niemandem Prominenten, aber meine Vorfahren väterlicherseits kommen zumindest aus Bayern, Baden-Württemberg und da ist halt der Lenzen sehr bekannt und da kommen wohl unsere Ursprünge. Da ist der Lenzen bekannt, Alter. Da kommt der Ursprung, ja. Quasi. Naja, okay. Naja, also ich kann aber mir schon vorstellen, dass von Jay das schon irgendwie nach Österreich geht. Ja, ich glaube auch. Nee, ich glaube tatsächlich Polen. Schlesien meinst du? Schlesien, ja. Damals. Okay. Also, ich werde das aber mal in Erfahrung bringen, vielleicht für den nächsten Podcast. Ja, mach mal. Das wäre mal interessant. Mach du das aber auch. Ja, wie bringt man sowas in Erfahrung überhaupt? Keine Ahnung, ich frage mal. Können wir ja zusammen mal gucken. Anrufen. Ja, echt mal, Peter, anrufen. Alle Smiths auf der ganzen Welt. Alle Leute anrufen. Einfach alle mal anrufen. Eltern. Okay. Na gut. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. E-Mails bitte an Petesmeet@petesmeet.de und schaut Wochenende. Wochenende. Bis dann. Tschüss. So, und da haben wir auch bei Seelsorge TV unseren nächsten Anrufer. Hi. Hallo, wer ist denn da?
Hi, hi, hi. Ich bin der Kevin. Ah, hallo Kevin, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin 12 Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt. Mhm. Beim Mediamarkt, der hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich hast. Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich, ja. Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden, aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen, ja. Du gehst einfach auf www.peatsmeet.de, da klickst du oben auf Shop und dann auf Hardware, ja, und da gibt's dann den Peatsmeet Porno PC. Und dann drückst du dann einfach auf jetzt kaufen, ja, und wenn du dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir, ja, du musst nichts mehr machen, du musst ihn nur noch einschalten und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekte Grafik, läuft super flüssig, ja, schafft selbst meine Mutter. Das ist ja super. Ich meine, das passt perfekt für mich, weil ich bin zu dumm, einen eigenen PC zusammenzubauen und meine Eltern haben Kohle wie Asche. Danke für den Tipp. Kein Problem. Du klangst auch genauso wie ein kleiner Junge, dessen Eltern Asche wie Heu haben. Yay. Denn deine Eltern hatten Kohle wie Asche.